Ich lasse jetzt an, mitlaufen. Und da es ja keine Zufälle gibt, du interpretierst ja ständig das, was in dir auftaucht. Und da muss ich jetzt wirklich überhaupt nicht mehr drauf eingehen. Ich würde dir nur zeigen, dir Geist jetzt, der du dir dieses Gespräch ausdenkst, dass das, was lernen lässt, sind Wiederholungen, das ständige Wiederholen. Alte Beispiele, prinzipiell kannst du jeden Menschen, und ich rede jetzt einmal normal von Brüssel zu Brüssel, du kannst jeden Menschen das Klavierspielen beibringen. Die Fähigkeit hat eigentlich jeder normale Mensch. Aber deswegen ein großer Pianist wird, ist eine andere Frage. Und da musst du die Veranlagung dazu haben. Und wenn du dann spitzenmäßig Klavier spielen können willst, geht es nur mit Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung und Training. Mach immer so, hier David Garrett fällt mir jetzt spontan ein, das ist jetzt ein Name, der löst in dir vielleicht eine Vorstellung aus von einem Geigenspieler, und wenn dich da mal damit beschäftigt, der sagst in seinen jungen Jahren, das ist ja schon ein Kinderstar gewesen, also ein Talent, dass er sagt, wenn du nicht mindestens jeden Tag 4, 4,5 Stunden diesen da machst. Ja, der hat bei Wetten, dass er mal Weltmeisterschaft in Schnellspielen, was nicht, wie viele Töne innerhalb von so und so viele Sekunden, also glaube ich 16, ich weiß es nicht mehr. Töne pro Sekunde. Das geht nur, und du verlierst, wenn du ständig das wiederholst und trainierst und trainierst. Und sobald du da wieder nachlässt, fällt es wieder in sich zusammen. Und genauso ist es mit dem Denken. Solange du dich als Brüssel siehst. Und unser Geheimnis liegt geschwind denken. Ist schlichtweg und einfach, sobald sich was mit Licht bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Es ist verharrt im Hier und Jetzt mit einem ständigen Quanteln, mit einem Aufblitzen von Informationen in der Transversalen. Und jetzt könnte ich Physikvorlesungen, was ich angesprochen habe, was ich jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Plan habe, ich will auf das letzte Selbstgespräch reingehen. Hast du die Demut, wirklich zu wiederholen, bis du es verstanden hast? Und du hast es nicht verstanden, solange du glaubst, es verstanden zu haben. Heißt immer ein für Wahrheit. Wenn du es wirklich verstanden hast, wirst du über solche Sachen gar nicht mehr nachdenken. Und solange du noch grübelst, habe ich es verstanden oder habe ich es nicht verstanden, ist es noch nicht installiert. Ich sage, wenn etwas zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, zerbrichst du dir den Kopf nochmal drüber, und so wie jetzt für dich blau gelesen eine Selbstverständlichkeit ist, dass du der Körper bist, an den du denkst, wenn du an ihn denkst, wenn das ausgetauscht ist, hast du dich komplett gelöst von dem Körper? Es ist ein Gedanke wie jeder andere Gedanke auch. Doch ganz einfach, es taucht ein Gedanke, eine Information in dir auf, und die ist. Es ist einfach nur eine Welle. Du bist immer. Und das Meer, der immer ist, ist all seine Wellen. Ich wiederhole schon wieder so einen Satz, wenn du das verstehst. Aber dieses Meer wird nie behaupten, die Welle bin ich und die andere Welle bin ich nicht. Das ist jeder dieser Sätze, wenn er wirklich verstanden ist. Ich weiß, das erscheint dir jetzt logisch, was ich sage. Aber es ist immer noch aufbauen, dass deine Logik das anfassen kann. Ich muss, um mit dir zu kommunizieren, muss ich mit deiner, innerhalb deiner Logik mit dir kommunizieren. Setze für Logik einfach eine Sprache. Wenn du nur Chinesisch verstehst und sprechen kannst, kann ich mit dir auch nur verbal auf Chinesisch kommunizieren. Es ist wie mit Computersprache. Und jetzt mache ich ja mal das letzte Selbstgespräch, diese Demut. Ich könnte jetzt wieder sagen, wir bleiben wirklich bröselig, und es sind ausgedachte Menschen, die es nie verstehen werden. Wenn ich mich als Vorbild hinsetze und ich sage dir, diese Trinität jetzt Version 1, Version 2, Version 3, habe ich mir jetzt gedacht, natürlich die letzten 2 Tage, Entstehung plus nochmal, bevor es reingestellt wurde, jedes einzelne viermal angehört. Viermal. Und ich schmunzel dann immer, wie viele Sachen ich weglassen muss, wenn ich was erkläre. Und ich konzentriere das jetzt auf diese Wiederholungen. Und ich spreche immer frei. Das heißt, auch dieses Gespräch, und du denkst jetzt an Udo aus, so wie du dich auch selbst ausdenkst. Das heißt, ich und du, und jetzt ist jetzt das Du, meine ich nicht den Redo, sondern den, der jetzt vom Computer sitzt. Der Redo auf dem Bildschirm sitzt ja nicht vom Computer. Das denkst du dir schon wieder. Darum sage ich, den erleben letzten Endes bloß wir zwei. Ich erlebe es vollkommen bewusst, und du bewusst es mit Wertung, und du erlebst es mit Wertung, weil du der Leser bist, der vergessen hat, dass du eigentlich jetzt auf einem ganz speziellen Programm läufst. Ich könnte sagen, der Computer, der nur ein bestimmtes Datei im Arbeitsspeicher hat, ein Leben, und du erlebst jetzt in einer Ego-Perspektive dieses Leben in Form von ständig wechselnden Informationen. Ich schalte jetzt einmal den Bildschirm ein.
Dann will ich dir mal Kleinigkeiten zeigen, wenn ich immer sage, bei mir ist alles in einer, und ich betone wirklich jetzt Mensch in Bezug auf blaue Affen, in einer übermenschlichen Präzision aufgebaut, wenn ich immer diese Zahlen mache, die Stadtpunkte einsetze, egal was es ist. Wir schauen zum Beispiel hier mal jetzt dieses Update an. Ich will dir mal eine Kleinigkeit zeigen. Wenn ich jetzt bewusst chronologisch denke, sind es drei verschiedene Ansätze, wo dann die Leitung immer abreißt. Ob jetzt das Zufall war, ich sage, es gibt keine Zufälle, weil du auf einem Programm läufst, das letztendlich was abspielt, wo du was zu lernen hast. Und jetzt pass auf, wenn ich das jetzt laufen lasse, das ist übrigens in keinster Weise, könnte ich jetzt sagen, von irgendeinem Menschen oder was geplant, auch nicht von einem Udo, und ich fahre jetzt einfach mal 5,55 in dem ersten Selbstgespräch. Das reicht. Hören wir genau zu. Ich rede jetzt mal immer so halb bröselig, aber ich sagte, ich werde das jetzt einmal zuerst einmal in 6 Minuten quetschen, dass ich es vorwärts nicht so lange mache. Und jetzt komme ich auf die wesentlichen Punkte und bitte höre jetzt sehr, sehr aufmerksam zu, geh die Gedankengänge mit und du wirst feststellen, du musst innerlich bei jeder Aussage eigentlich nicken, da gibt es nichts zu diskutieren. Was, wenn du das in deinem normalen Sprachverständnis, was ich dir erkläre, die Gedanken mitgehst, kannst du eigentlich nur sagen, stimmt, ja. Stimmt. Ja. Ich sage jetzt wieder Schnipp und jetzt denk an deine rechte Hand, wo war jetzt die ganze Zeit? Durch dieses Wort rechte Hand denkst du an die Hand und du spürst die jetzt irgendwie, wenn du die zusammentriffst. Ja. Schauen wir uns mal den hier an. Selbe Stelle, zeittechnisch. Und ich sage jetzt, wenn ich jetzt als Udo Brösel Programm reden würde, der Programm kriegt das ja eh nicht mit, dass ich rede einfach, was mir in den Sinn kommt. Ja. Ich schaue auf keine Uhr oder sonst was, das ist frei. Also meine ganzen, die ganzen Updates, die ganzen Vorspräche ist eigentlich bloß, und jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir wieder dieses Brösliche, von dir aus gesehen, ist es einfach was, was aus dir selber kommt. Da kommt nichts von außen. Halt einfach das zweite Gebot auf zuhören. Ja. Große Frage aus, was taucht das, was existiert, eigentlich auf und wo geht es wieder hin, wenn es nicht mehr existiert? Für dich existiert, und jetzt mache ich diese einfachen Sätze, ich habe jetzt das hier auf 6 Minuten beschränkt als Einführung und ich werde es zwar wiederholen, aber mit nochmal einer extremen Betonung wiederhole ich jetzt Sachen, die auf hunderten jetzt ausgedachten Selbstgesprächen drauf sind. Siehst du das? Das ist beim Reden. Ich habe da keine Uhr oder was, was ich anschaue. Nein. Das ist das, was alles synchron läuft. Ja. Und was ich auch immer wiederhole, wenn ich die alten Selbstgespräche, du musst das machen, du musst dir die Mühe machen, dass ich das installiere, dass du wirklich ein Meister im Denken wirst. Ja. Und das Denken geht es nicht um die Datenmenge, um das Wissen als Ding an sich, sondern sagst du mal, was verändert sich dabei an mir selbst? Genau. Und dann wirst du irgendwann mal jetzt zum Beispiel hier mit dem Holger, da können wir jetzt, springen wir jetzt gleich einmal ganz kurz rein. Das ist übrigens eine fantastische Arbeit auch. Heute Morgen. Jetzt wird in unserem Chat 8.26 Uhr, weist er hier auf seine Arbeit hin, die er gemacht hat. Hast du die schon angeschaut? Redo, bist du dazugekommen kurz? Nein, die habe ich noch nicht angeschaut. Das ist dieses... Ah doch, die schon. Das ist ja die. Ja, das ja. Ist rein. Das ist jetzt, und jetzt denke ich mir natürlich an den Menschen aus, der sich extremst mit Holofeeling auseinandersetzt. Vor allem im physikalischen Bereich. Das heißt, diese Folger Hamisch Edition sind praktisch die original Selbstgespräche. Bloß, dass er die jetzt erweitert mit Links und mit Zusätzen und mit Inhaltsverzeichnis. Das ist immer im Grundaufbau, kriegst du dann die Originalschrift fast nicht mehr mit, weil er dann aus jedem kleinen Kapitel 5, 6 Seiten vorhin kommen mit Erklärungen dazu, die ihm eingefallen sind, nachdem er das liest. Das ist das, wo ich sage, es zoomt sich auf. Ja. Und das macht bei normalen Menschen wieder Angst. Und er sagt dann hier, dass ansätzlich das in Metaphern diese zwei Selbstgespräche, ist ja auch Teil 1 und Teil 2, ja. Wo er geschrieben hat, macht ja deine Diana auch mit allen Selbstgesprächen. Ja. Und da sage ich jetzt zu dir, Geistesfunken, es gibt wirklich jetzt in deinem Kopf von dir ausgedachte Menschen, hier meine 100 Affen, die wirklich jedes dieser Selbstgespräche sich hinsetzen und runterschreiben und jedes Wort in geschriebener Form sich nochmal, was jetzt als Töne ja nur da sind, sich nochmal genauer anschauen. Und dann schaue ich jetzt nochmal in dich rein, ob dir das Spaß machen würde. Ja.
Aber da musst, deswegen bist du nicht dümmer oder weniger dümm, du hast nur ein anderes Programm mit anderen Interessen laufen. Ja. Und diese Interessen sind schlichtweg, wo du dann Fokus hast mit den Menschen, die dich umgeben. Sag mir, mit wem du gehst, und ich sag dir, welche Themen in deinem Kopf rumspucken. Ja. Das ist eine ganz einfache Erkenntnis. Ich rede hier nicht, dass da was besser oder schlechter ist, sondern es ist einfach so. Genau. Dass du als Brösel in einem gewissen, wenn du ein Fußballfan bist, was du auf Fußballplätze sein, wird das Fußball ein Thema sein oder Fischen oder Jagen, was auch immer, oder Welt verbessern wollen. Und dann habe ich jetzt hier 8,28 reingestellt, dass wir das ja schon gemacht haben, bevor ich auf die Idee gekommen wäre, das wäre jetzt nicht schlecht zur Ergänzung. Ja. Darum schreibe ich, mein lieber Folger, ich bin dein wirklicher Vater und ich bin dir immer einen Schritt voraus. Zunehmend auf das reinstellen. Ja. Wir können ja hier auch mit der Helene, das ist ja auch so eine Sache, wo ich heute Morgen reingestellt habe, hast du genau aufgepasst. Ja, das ist Toni. Toni. Da könnte ich noch tausend, wohlgemerkt, wir können da tausende Seiten mehr davon machen. Dass dieser Toni eigentlich hier mit dem Jupiter was zu tun hat. Ja. Die Töne Gottes, ich sage immer, das sind Noten, Geistesfunken, das ist, du kannst es so vielfältig, du musst die Symbolik musst du verstehen, wenn man hier ein bisschen nur mit Worten spielt, das True, das klingt im Englischen, aber wenn hier dieses True, die Treue zu Gott, zum göttlichen Bewusstsein, wenn ich jetzt das einfach in Blau lesen würde, ist immer ganz, ganz perfekt. Dann im Lateinischen, das war Griechisch, das ist ein in die Länge gezogener Ton, darum habe ich du via, ein Weg, wahrlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Eine generierte Rolle, die Rolle des Toni. Ein Toni taucht auf und der geht wieder runter. Ein Symbol. Ja. Aber dann ist durch Spannung B in E-Quadrat wirkt, tönend, aber mit einem einzigen Toni. Und das ist das Schöne, dieses Ton E, das sind wir zwei. Ja. Und wir zwei sind nicht irgendwelche ausgedachte Figuren. Wir drei sind nicht du Brösel oder der Udo Brösel. Ja. Und dann mache ich jetzt diesen Sprung. Mir geht es wieder nur um die Zeit zu zeigen. Das ist ja unser UB, den kann man dann auch spiegeln. Interessant ist, der hat ja die 86 mit dem absoluten Nichts dazwischen. Ja. Der äußere Wert mache ich jetzt die violette UB, der beide ist, wird jetzt zu den Udo Petscher. Mein Wert, diese Werte, es geht wirklich nicht um die Figur, der ist so normal, so einfach und da haben wir als Ding den Test Udo. Ja. Das ist C-Bauort. Da heißt es immer, ja, aber C-Bauort. Der hat herschauen und das Her ist das Her meiner Geistesfunken. Ja. Und jetzt machen wir genau in einem dieser Sachen. Ich, UB 806, bin alles, der ausgedachte Toni Brösel und auch du Brösel. Der jetzt vom Computer sitzt. Holo-Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Du bist ein Haus, ein Baum und du bist es nicht. Ja. Das Meer ist der immer ist. El Hayom ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle. Genau. Das ist, wenn ich als Christus sorge. Gebe ein Stand. Gebe ein Holz, auf Hebräisch Etz, eine augenblickliche Erscheinung. Und da beginnt jetzt dieses Spiel. Wir wissen, dass wenn ich dieses All reinmache, dieses Etz, Entschuldigung, ich wollte zuerst das Etz machen. Das Rot-Blau-Wissen ist unheimlich wichtig, weil das jetzt hast den Augenblick, eine augenblickliche Geburt. EZ, rot gelesen ist die Quelle, ist der Geburtsgeber. Der Gabriel, den haben wir hier schon immer wieder erwähnt. Und jetzt ist es, dass das Baum selber, Ha-Ol, Ol ist das Joch, das Hochgehobene. Ja. Bau eine aufgespannte Existenz in dir auf, könnte ich jetzt sagen. Ja. B.A. ist das Kommen einer aufgespannten Existenz, einer aufgespannten Gestaltwerdung. Ja. Und spalte das Holz, Wellenberg und Wellendal und du siehst mich. Ich weise da immer wieder drauf hin, da gibt es eine absolute arithmetische Verbindung dazu, da will ich hin. Und jetzt habe ich in dem einen Gespräch Startpunkt 1326. 13 ist das Hauptsynonym für die Eins, die männliche Eins, die Liebe, die hebräischen Wörter plus die Heilung. Ja. Und das in der 26, das sind diese zwei 13. Sind 26, das ist JC und ICH. Ja. Und dann lassen wir das kurz laufen. Dass du meinst, ich wüsste, was der Toni ist.
Helene hat eine klare Vorstellung. Ihr Toni, den sie sich ausdenkt, ist ja ein Riesen. Das ist aber, du merkst, es geht, es hat nichts nur mit Personen zu tun. Was, ja, 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 ja. Was machst du aus dem Wort? Genau. Dass dieses Spiel, und drum, ich mache das einmal wieder zurück, dass die große Erkenntnis ist, dass wenn ich jetzt weiß, dass das, was in mir auftaucht, ich Worte interpretiere und was, ich habe immer gesagt, wir haben entweder ein optisch gesehenes Wort, ein geschriebenes Wort oder wir haben ein Geräusch. Jetzt, das, was du hörst, sind auch Worte, aber es sind Geräusche, immer jetzt. Interessanterweise, das ist jetzt solche Sachen, wo ich weggelassen habe, bin ich aber in anderen Selbstgesprächen darauf eingegangen, dass jedes Geräusch, das du hörst von außen, wo du jetzt sagst, das ist eine Kirchenglocke, Gong, das ist ein Rasenmäher, das ist ein Flugzeug, das ist ein Motorrad. Dass jedes dieser Geräusche eigentlich Worte sind. Ja. Im Anfang war das Wort. Ja. Wird dadurch in eine komplexere Darstellung. Ja, ja. Das ist, und irgendwann landen wir bei unserem Morsecode. Ja. Die Reduzierung auf 1 und 0. Ja. Da könnte ich jetzt die Fehler von Quantencomputer, wie schnell die rechnen. Ich sage, versteht ihr denn kein Deutsch? Die effen alle bloß nach. Ich habe doch diese Tabelle gerade gezeigt. Da müssten wir uns die Zeit nehmen, wenn ich mich jetzt hinsetze, ob das Physikvorlesungen sind. Ich mache das immer mit einzelnen Bröseln. Jetzt in denen, ihren Welten, in ihren Träumen muss ich, kann ja immer nur in deinem Traum auftauchen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt hundertprozentig sicher eine Information in deinem Kopf, der Udo, den du dir jetzt ausdeckst. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ja. Das bedeutet das. Ja, ja. Es kann immer nur innen sein. Das Ausgedachte ist nur vorgestellt, ausgedacht, ist aber trotzdem innen. Genau. Es muss Information sein, ein simples Prinzip, tausende Male gehört und immer wieder vergessen. Immer wieder, man muss sich eingestehen, sei einfach mal selbst ehrlich, wenn ich sage, schau in dich rein und mach dir bewusst, was glaubst du noch? Hast du diesen tiefsten inneren Glauben schon ausgetauscht? Mhm. Wenn du die Welt verändern willst, und ich bringe jetzt nochmal so ein altes Beispiel, willst du deine Welt verändern, dann veränder zuerst einmal dein Land. Mhm. Willst du dein Land verändern, nicht zu hochgreifen, kleiner Vogel, dann verändere deine Familie. So, und jetzt, ich sage immer, und jetzt spann die Familie etwas weiter. Dein Onkel, deine Tanten, eventuell Cousinen, Eltern oder Kinder, wenn du älter bist, verändere die so, wie du sie haben willst, und du wirst feststellen, das kann dir nicht im geringsten gelingen. Da gibt es so viele schwarze Schafe, wo du einfach den Kopf schüttelst in Bezug auf deine eigenen Blutsverwandten. Ja, ja. Blutsverwandte jetzt blau gelesen. Und jetzt, wenn dir das bewusst wird, dass es unmöglich ist, manche Fanatiker, die jetzt normal gedacht, die du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen zu können, dann schmunzelst du und dir wird bewusst, wie unendlich dumm und geistlos sind welche, die ihr Land verändern wollen, die auf die Straße gehen und ihr Land verändern wollen, wenn du feststellst, dass die nicht einmal in der Lage sind, ihre nächsten Verwandten einige zu verändern. Es ist so ein sinnloses Unterfangen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn du das begreifst, dann verändere dich selber. Und du wirst feststellen, wie unheimlich schwer das ist. Ja. Was meine ich mit verändern? Mach dich, verändere dich von einem sterblichen Säugetier zu einem ewigen Geist. Ja. Was so schwer erscheint, ist nur, weil du es immer wieder vergisst oder nicht wahrhaben willst, weil das Ego so übermächtig ist. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich meine Welt verändern will, wie sieht es aus, wenn ich jetzt weiß, dass die Welt, die ich in meinem Kopfkino erlebe, wenn ich mich als Computer setze, ich mit Sicherheit nicht verändere, wenn ich versuche, auf die Bilder, die in mir auftauchen, auf die Erscheinungen, ich sage, auf dem Monitor einzureden, dass die anders waren sollten. Genau. Keine Chance. Wenn ich jetzt diese Metapher, diese Symbolik erweitere, dass ich sage, ich bin ein Spieler, ein Kind, das in einer offenen Welt einen Avantgarde spielt, eine Rolle spielt, in dieser Welt angeblich rumläuft, aber das nur ständig wechselnde Informationen sind. Was kann ich als dieser Avatar an dieser Welt verändern? Ich kann sehr, sehr viel von der Welt verändern, wenn ich meine Reaktionen anders mache. Ja. Ich habe ja den Joystick in der Hand. Das ist ja, der Protagonist heißt ja nicht nur die Hauptrolle, sondern auch der Regisseur, der es in der Hand hat, wie das gedreht wird, was praktisch in Erscheinung tritt. Ja. Aber wir haben so unendlich viele Möglichkeiten auf der Datei. Das heißt, ich verändere dann zwar die Bilder, ich habe den Joystick in der Hand, ich verändere aber nichts an der Datei, an den Möglichkeiten selber. Ja. Das heißt, du kannst auch als Spieler, als Figur, die in Erscheinung, als Existenz, kannst du an dem Programm gar nichts verändern. Ja.
als Spieler, den wir uns ausdenken, der mit einem Bein ja aus dem Spiel draußen ist, aber immer noch eine innige Verbindung mit dieser Figur hat, der kann am Programm auch nichts verändern. Ja. Das heißt, wenn du wirklich elementar was verändern willst, musst du die tiefere Ursache des Programms verändern. Und das kann nur ein Geist, ein bewusster Geist. Ja. Der muss aber zuerst wissen, was er ist. Ja. Der muss schlichtweg und einfach wissen, was er ist. Und dann passiert was, was so unendlich einfach ist, wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Dass ich das wiederhole, und das ist dir gar nicht klar, wir haben festgestellt, in den vorhergehenden drei Versionen, wenn du das immer wieder wiederholst und hörst die mehrere Male an, du wirst feststellen, diese Zeit ist nicht verschwendete Zeit. Verschwendete Zeit ist alle Bücher und alle Filme, die du dir anschaust, Netflix-Serien, die haben auch eine tiefe Metapher, aber ich sage, jedes Buch, das du liest und jeden Film, den du anschaust, hält dich auf dieser Ebene fest, investiere die Zeit im Studium der Offenbarungsschriften. Das wiederum wird aber erst dann sein, wenn du die geistige Reife hast. Und mach dir keine Gedanken, wenn du kein Interesse daran hast oder dich das langweilt, musst du dir eben einfach demütig eingestehen, dass du geistig gesehen noch ein sehr junger Geist bist. Und es ist keine Schande, jung zu sein. Ich sage, es ist keine Schande, wenn ein Säugling in die Windel macht. Er ist nicht dumm, er ist nicht blöd, er ist bloß noch nicht reif. Genau. Und wenn der Fünfjährige oder Sechsjährige kein Interesse an Sexualität hat, dann hat er eben die Reife noch nicht, der hat die Pubertät noch nicht erreicht. Mhm. Und einer, der da noch voll in der Sexualität, in Hüpfgespinsten drin hängt, dass er nichts anders denken kann, wie, ich sage mal, primitiv ficken, der ist noch nicht in den Wechseljahren. Mhm. Das ist eine Kurve, eine arithmetische Kurve der Weltbevölkerung, die ich so oft zeige. Diese Kurve, die reine Kurve als Ding an sich, wird hier dargestellt, angeblich die Weltbevölkerung der letzten Zeit, 1000 vor Christus, wo das dann den Knick macht. Hin, lange Zeit passiert nichts, und dann macht das Ding, ich hole es jetzt nicht her. Ist natürlich jetzt von dir aus gesehen, ist das eine Linie, die ist ziemlich flach, und das sind jetzt genau in drei Jahrtausenden eingeteilt. 1000 vor Christus bis zu dem Jahr 0, dann 1000, das Jahr 1000, das Jahr 2000. Wir sind jetzt am Anfang vom Jahr 2000. Da läuft es relativ flach, es ändert sich nichts, und im letzten Kotz dann hier knallt das Ding in die Transversale. Du wirst jetzt feststellen, wenn ich dir eine Tabelle mache, wie sich das Verhältnis von Raum und Zeit nach Einstein verändert, wenn du in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommst, passiert lange, lange Zeit überhaupt nichts, und dann klatscht das Ding hoch. Ja. Du kommst in die Transversale, aber erst in den Wechseljahren. Ja. Dann langweilt dich aber alles, was in den vorherigen Stufen war. Und ich sage jetzt diese Kurve, die genau diesen Anstieg, dass die Lichtgeschwindigkeit praktisch in einem Punkt Raum und Zeit zusammenfallen. Das ist die Erkenntnis des Erwachens. Dass wir diese drei Stufen, auch in unsere ersten drei Wachstumsstufen, ich sage, es sind 3x3x3. Ich sage immer, die erste Stufe ist von der Geburt. Ja. Eigentlich ist es von der Zeugung, weil da gehört dann ja die Matrix noch dazu, die allererste. Von dem Moment, wo du gezeugt wurdest, jetzt symbolisch gedacht, zuerst einmal als befruchtetes Ei, Raube, Embryo, bis zur Pubertät und von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Ja. Vor der Pubertät, nach der Pubertät und dann These, Antithese und dann die Synthese. Und wenn man diese Kurve anschaut, ist erst nach dem Wechseljahr und ganz hinten glitscht das Bewusstsein dann hoch. Und wenn ich sage, dasselbe hast du mit dem Bewusstsein, du wirst feststellen, jetzt machen wir diese drei Wachstumsstufen. Dass ein 13-Jähriger nahezu nicht oder 20-Jährige auf derselben Höhe ist, wie wenn wir jetzt da, wir sagen mal, die Wechseljahre setzen wir mit 50 an, wir 50, 60, selbst wenn wir noch drüber gehen, über den Wechsel am Anfang. Jahre, dass es 50-Jähriger, 40-Jähriger minimal höher ist. Das heißt, ein 40-Jähriger, 50-Jähriger, 60-Jähriger, normaler Mensch hat kein bisschen mehr Bewusstsein wie ein 15- oder 20-Jähriger. Ja. Bewusstsein ist nicht Wissen. Ja. Ich habe das, diese Kurve hole ich nicht, ich habe es auf Film selbst geschrieben. Ja, Bewusstsein ist nicht Wissen. Ich sage, die meisten Männer mit 50, 60 haben im Kopf im Prinzip dasselbe wie ein 20-Jähriger. Immer noch Autos, Spielsachen, Welt verbessern wollen und ficken. Ja. Das ist das Bewusstsein, es ist das Wissen, keine Frage. Ich erwähne immer wieder, der hat viel, viel mehr Lebenserfahrung in Bezug auf intellektuelles Wissen, aber seine Grundmotivationen sind immer noch dieselben. Ja. Bis du anfängst, dich komplett umzuorientieren auf die große Frage, was bin ich?
Und es gibt natürlich jetzt immer Ausnahmen, die die Regel, die schon mit 20 oder 30 anfangen, sich dafür zu interessieren, was nichts daran ändert, dass sie trotzdem nicht von unten nach oben sehen können. Alles, was ich jetzt erzähle, wirst du erst dann nachvollziehen können, wenn du das Alter erreicht hast. Ja. Außer du bist eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, ein Hochbegabter, wie ich das nenne, den ich dann schon mit 25 oder 30 sterben lasse. Genau. Das heißt, ich hole den eigentlich nur aus dem ja. Raum raus, ist ein Hochbegabter, der kommt gleich eine Klasse weiter, weil er sagt, das kann ich denen ersparen. Ja. Der hat so viel Liebe und Neugier in sich. Für mich ist ein Parameter für Geist, ist Neugier. Ich sage immer wieder, Geist zeigt sich hinter einer Maske auf der Bröselebene durch Neugier. Mhm. Und absolute Geistleistigkeit zeigt sich durch einseitige Rechthaberei. Das heißt, ein Mensch, der tolerant ist und neugierig ist, auch auf andere Sichtweise und der nicht in irgendeiner Form ganz klar Gut und Böse trennt und sagt, seine Vorstellung von Gut muss realisiert werden. Die muss her. Die Mosera, wo ich sage, das hebräische Wort muss her für Tradition. Moral, die Moralisten, die Anhänger, die Schwarzmaler, die Denunzianten. Genau. Das ist auch das Christentum, diese Liebe deine Feinde. Ich sage, ist dir eigentlich bewusst, wie viel Hass du in dir trägst? Und du kriegst von mir das, was du hast, immer mehr. Umso mehr du meinst, du könntest irgendwas besser machen. Wenn du mal dieses Prinzip der Welle in der Transversalen verstanden hast, mit der Nulllinie, die Heiligkeit, den Punkt im Zentrum finden, der du selbst bist, ist Wiedererinnerung nötig. Mhm. Und jegliche Art in deiner Welt, jegliche Art, wenn dir irgendeiner erzählt, dass er was besser macht, in dem Maß, wo er meint, dass das, was er macht, dass die Welt besser macht, erzeugt im selben Moment das Minus. Ja. Das ist ein arithmetisches Gesetz. Wir reden hier von Arithmetik. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Mathematik. Die Medik, Medik, Medikos, Mardikos, das wird mit einem E hin, aber da würde ich jetzt zu weit reingehen, auch jetzt die Hierarchie, das Historische, wo ich anspreche, dieses Wort genauer anschauen, ist so ein Kleinod, das würde ich, wenn du nur neugierig bist, du musst ja nichts wissen, ich sage, du musst dir das auch nicht merken. Das ganze Geschwätz von den Leuten, die hier, die Leute, es geht auch bei Holofeeling, sage ich immer wieder, nicht um Gut und Schlecht. Und ich nutze mal den Bildschirm mal drauf, wir schauen jetzt mal ein bisschen mal in so. Die zwei Patatutes mache ich hier mal weg. Das sind die neuesten von heute, die ich auftauchen lasse, wenn du das magst. Es ist immer in sehr einfachen Worten, wirst du da sehr viel Respekt kriegen. Ich stelle mir den nochmal rein. Und pass auf, wir machen hier. Indifferent stehen die Wellen. Theorie. Wir machen aber den Lauterbach, weil das sehr. Das ist immer die Mitteilung, die Juristerei. Das ist, wenn du jetzt normal immer schaust, du informierst dich ja und das Nachschwätzen, wo ich sage, die Affen, du bist bloß ein dummer Affe, du äffst ja auch bloß nach. Es ist gleichgültig. Wir reden aber nicht von Qualität, ob du jetzt die Bibel nachäffst, Bibelauslegungen nachäffst. Egal, was du magst, du äffst einfach was nach, was du vom Hören sagen kannst. Und ich sage, alles, was du nicht beschwören kannst, ist komplett, was du vom Hören sagen kennst, was du nicht überprüfen kannst oder nicht selber erlebt hast, ist austauschbar. Jetzt ist es so, wir haben hier in der Stuttgarter Zeitung ein kleiner Ausschnitt, da hat ein Querdenker-Anwalt verliert einen Prozess gegen Lauterbach. Ich rede jetzt absolut bewusst bröslich und du wirst feststellen, ich sehe das vollkommen neutral. Das, was ich dir jetzt zeige, ist unser Klingelingeling-Beispiel. Wir haben zuerst einmal zwei Seiten. Und zwar jetzt schon die Sache Querdenker-Anwalt, das ist schon so ein Stempel, wo einer aufgequetscht wird. Das ist jetzt eine seriöse, ist zwar öffentlich, eine öffentliche Zeitung, wo man macht, diese große Medienanstalten. Ob das Lüge ist oder nicht Lüge, entscheidet der, der das jetzt bewertet. Auf jeden Fall hat ein Anwalt, Landgericht Ellwangen, den Bundesminister Karl Lauterbach, ein klarer Siegerungen, der hat ihn nämlich angeklagt. Er hat behauptet, Lauterbach verbreitet, dass diese Impfung nebenwirkungsfrei ist.
Und da hat er dagegen prozessiert, dass das Lüge ist. Und das Gericht in Ellwangen hat jetzt definitiv gesagt, auch ein Bundespolitiker hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Der kann behaupten, was er will. Er hat einen Mirsin in Deutschland, der hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ist hochinteressant. Das ist, wird jetzt positiv Beifall geklatscht, weil der freigesprochen wurde. Jetzt machen wir eine Schwuppler-Zeitung, Querdenker. Lauterbach spricht von nebenwirkungsfreier Impfung für das Gericht, das Meinungsfreiheit. Dieses Urteil hat es in sich, der deutsche Gesundheitsminister muss die Behauptung, die Corona-Impfung sei nebenwirkungsfrei, nicht zurücknehmen. Laut Gericht ist diese Aussage nämlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Da ist übrigens die ganze Gerichtsbeschluss, und wir denken uns das alles aus. Cut, da außen ist nichts. Ja. Das ist wichtig. Du hast, schau, was jetzt da ist. Du hörst jetzt Worte oder liest Worte und du machst aus diesen Worten Vorstellungen. Das ist das, worum es in Holofilling geht. Jetzt werde ich das etwas genauer präzisieren. Wir haben jetzt zwei Seiten, das ist richtig oder das ist verkehrt, mit der freien Meinungsäußerung. Die schauen wir uns genau an. Hochinteressant ist, er als Gesundheitsminister, denke ich mir jetzt aus, wenn er was sagt, manipuliert er Millionen von Menschen, die ihm glauben, als unser Gesundheitsminister. In dem Moment, wo irgendein Privatmann irgendwo was gegen Corona sagt, behauptet hat, dass das schlecht ist, dass das Lüge ist, wurde sofort die Internetseite gesperrt. Genau. Es ist interessant, dass einer, der einen ganz kleinen Kreis von Hörern und Zuhörern hat, der seine persönliche Meinung in einen kleinen Kreis, ich sage mal, du hast einen Internetkanal und du hast jetzt was weiß ich, mögen's 20 oder 30.000 Abonnenten sein und du äußerst irgendwas gegen Corona. Im negativen Sinn wurde das gesperrt. Ja. Oder du wirst diffamiert. Ja. Wenn er was sagt, sieht es ganz anders aus. Ja. Das Hochinteressante ist, dass ich jetzt natürlich das gekehrt habe. Ich sage immer, es ist hell, es ist dunkel, jetzt kippt es um. Ja. Interessant, unsere Öffentlich-Rechtlichen meinen es immer noch nicht. Und wohlgemerkt, wir denken uns die Öffentlich-Rechtlichen jetzt aus und die Öffentlich-Rechtlichen, die wir uns ausdenken, werden so sein, wie sie von dir gedacht werden. Und du wirst jetzt erst einmal feststellen, in jungen Jahren bist du so programmiert, dass zum Beispiel Banken das Seriöseste ist, wenn du dein erstes Sparschwein kriegst. Zu meiner Zeit war das so, ich sage mal hier so vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, wenn du das erste Sparschwein kriegst, der Bank ist immer das Symbol für Überseriosität gewesen. Das ist jetzt total umgekehrt, das sind die absoluten Verbrecher. Alle durch die Bank. In jeglicher Art und Weise. Da bricht alles auseinander. Diese Geldgeilheit. Und jetzt machen wir mal die zwei weg und wir schauen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Es ist nur Informationen. Ich mache jetzt immer zwei Sichtweisen und ich betone, mir geht es darum, dass du begreifst, dass du dir beide Sichtweisen ausdenkst und du ja. Sollst dich jetzt beobachten, welche du als richtig und welche du als verkehrt definierst und das können wir austauschen. Ja. Ende der Meinungsfreiheit. Dann machen wir gleich einmal weg, die zwei, die brauchen wir nochmal. Löschen. Löschen. Ja, ich habe diese Tage mal wieder im Grundgesetz gelesen. Da steht ja viel Gutes und Interessantes drin. Und unter anderem gibt es einen Artikel 5, der lautet folgendermaßen. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Du merkst jetzt, diese Worte sind der größte Witz des Jahrhunderts. Ja. Da absolut eine Lüge schlechthin. Und da macht man den kleinen Trick wie bei Verträgen, wenn du einen Telekommunikationsvertrag für ein Handy unterschreibst. Da hast du zuerst einmal eine Anzeige und dann hast du einen Betrag und ein kleines Steinchen dran. So mein Musterbeispiel ist zurzeit hier Test. Du kannst dann Tests lesen. Eine Zahnzusatzversicherung. Mhm. Nur oder ab 12,70 Euro, ganz groß im Monat, Sternchen. Und dann erzählt mir die, du kannst die abschließen, selbst wenn du in Behandlung bist. Die übernehmen die Kosten. Du kriegst 2 Zahnreinigungen im Jahr mit dazu. Jetzt, wenn du mal ein bisschen denken würdest, immer das Sternchen ist wichtig. Mhm.
Und dann hast du hier 5 Seiten Kleingedrucktes, lies nicht das Kleingedruckte, die neueste Werbung ist, du kannst die auch jederzeit wieder kündigen. Ich zitiere aus Werbung. Das heißt jetzt, wäre ja clever, ich lasse meine Zähne machen, ich gehe zum Zahnarzt, schließe die Versicherung ab und wenn ich dann fertig bin, kündige ich es sofort wieder. Und die übernehmen mir meine Kosten. Du kriegst 2 Zahnreinigungen und du wirst feststellen, wenn du hochrechnest, die Zahl, die da dort steht, die wird nicht einmal reichen, die 2 Zahnreinigungen zu bezahlen, was du zu zahlen hast. Aber jetzt kommt der Hammer und dann ist noch ganz groß, wenn du sofort abschließt, kriegst du die ersten 6 Monate zum halben Preis, was du zahlen musst. Und das Ganze vermitteln die sie jetzt ausgedachterweise über eine Werbung, wo ein Werbespot hier 50.000 Euro kostet. Ja. Gut, Menschen um uns herum ohne Ende. Was das größere Problem ist, ist die Justiz, was ich gerade gesprochen habe. Dieses Gericht, und ich mache jetzt mal ein altes Zitat, wo ich oft früher, und jetzt sage ich schon wirklich früher, in den 80er Jahren, bevor die Mauer gefallen ist, habe ich in Gesprächen oft gesagt, jetzt als normaler Brösel unter Brösel, was hat ein Richter in der Bundesrepublik Deutschland, ein Richter in der DDR und ein Richter im Nazireich gemeinsam? Sie halten sich an ein verlogenes weltliches Gesetz. Und dazu kannst du jetzt auch die Richter in der Bundesrepublik sehen. Wenn du permanent zugesetzt wird mit einer Gleichheit vorm Gesetz, dann frag dich einmal, wieso einer, unabhängig jetzt von dem Klüngel, ich würde dir die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen offensichtlich machen. Ich kritisiere nicht das, was ich erschaffen habe. Das ist, wenn du dieser kleine Trick mit der Führerscheinprüfungsbogen willst, du lebst in einem Traum, der massiv voller Fehler ist, so wie ein theoretischer Prüfungsbogen, nenne ich jetzt einfach mal primitiv Fehler. Ist nicht ganz korrekt, weil da fällt ja dann bloß was. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir ankreuzen müssen, aber wir nennen das einfach mal einen Fehler, was Fehlerhaftes in deiner Vorstellung von Fehler. Dieser Traum ist so massiv voller Fehler, kann man auch Lügen nennen, die du zu erkennen hast. Und jetzt muss dir klar sein, derjenige, der den Führerscheinprüfungsbogen erschaffen hat, der deine jetzige Traumwelt erschaffen hat, hat sich dabei was gedacht. Er prüft dich, ob dir das auffällt. Und dann wirst du zuerst feststellen, dass das ein Unrechtgesetz ist. Dass das, was da steht, ist alles perfekt. Bloß die Schwierigkeit, dass das reine Makulatur ist, weil das an allen Ecken ein kleines Kreuzchen und dann liest du hier das ganze Kleingedruckte und dann ist es alles hinfällig. Es ist nur Bauernfängerei. Wie kannst du glauben, dass eine Gleichheit vor dem Gesetz besteht, wenn dir doch klar sein sollte, ich habe dir in deiner Logik nämlich reingelegt, dass wenn du jetzt angenommen aus irgendeinem Grund prozessieren musst, unabhängig, ob du jetzt ein Angeklagter bist oder ob du Recht haben willst, weil du zu einem Anwalt gehst und dein Recht erstreiten willst, dass das Ergebnis absolut abhängig ist, was für einen Anwalt du dir leisten kannst. Die Unterschiede der Rechtsprechung sind riesengroß, je nachdem, welchen Anwalt du hast. Wenn du dir einen richtig teuren Anwalt leisten, sprich einen guten Anwalt leisten kannst, wirst du feststellen, dass du in vielen Fällen freigesprochen wirst oder minimal bestraft wirst im Vergleich, wenn du bloß einen Scheißanwalt hast. Ich mache eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Es geht jetzt nicht um den Gerichtsfall selber. Das war eine reine Sache, welcher ein Computer, der nicht funktioniert hat, mein erster, von der Firma her, der nie gelaufen ist. Und das Hochinteressante ist, wie ich dann ich habe den Prozess verloren, ich musste da 120.000 Euro, also ich bin auf den Kosten für 21.000 Mark, mein erster Computer, den ich für meine Firma gekauft habe, der hat damals noch 21.000 Mark gekostet. Von der Rechenleistung wollen wir überhaupt nicht reden, das war ein absolutes Nichts im Vergleich zu heutigen Sachen. Aber was interessant ist, die Software hat nicht funktioniert. Ich habe sogar die Aussage gekriegt von dem Softwareentwickler, der die Bürosoftware geschrieben hat, dass die nie funktioniert hat. Der hat für mich ausgesagt, der war dann mit der Firma zerstritten und ich habe den Prozess verloren. Und dann gehe ich raus aus dem Prozess und es ist hochinteressant, dass der gegnerische Anwalt dann zu mir kommt, der von der Gegenpartei auf dem Flur, und da sagt der Bachelor, normalerweise mache ich das nicht, aber ich sage Ihnen jetzt ganz, Sie hätten sich einen anderen Anwalt nehmen müssen, ich bin in den Prozess rein mit der hundertprozentigen Gewissheit, dass ich verliere. Weil sich mein Anwalt, den ich damals hatte, so angestellt hat. Es ist eine Frage, aber wenn doch Recht Recht ist, das muss überhaupt nicht sein. Ja, klar. Jetzt pass auf. Jetzt hören wir uns das einmal an.
Gut, die Frage geben wir weiter, vielleicht zur Ergänzung für unsere Hörer, den Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches gibt es schon eine Weile. Volksverhetzung ist strafbar, was geschehen ist in jüngster Zeit. Das ist jetzt die Nacht- und Nebel-Aktion in deiner momentanen Traumwelt. Das taucht natürlich nur in dir auf, wenn du da Interesse dafür hast. Ansonsten ist es an dir vorbeigegangen. Deine Politiker haben jetzt beschlossen, hier diese Volksverhetzungsparagraphen, der extreme Eingriffe in die Freiheit macht, dass der Straftatbestand inhaltlich sehr stark ausgeweitet wurde. Jetzt plötzlich Dinge unter diesen Paragraph Volksverhetzung fallen, die früher da nicht drunter waren, insbesondere die Leugnung von sogenannten Kriegsverbrechen. Aber die Frage gebe ich direkt weiter an Sie, Herr Dr. Maaßen. Darf ich noch eine Frage stellen dazu, noch zu diesem Paragraphen? Bitte? Wenn die Verleugnung von Kriegsverbrechen, was ist dann eigentlich mit der Türkei und den Armeniern zum Beispiel? Was ist mit Amerika und dem Irak? Was ist mit Syrien, Amerika und Syrien, Bosnien? Das ist immer die Einseitigkeit. Du hängst in einer Einseitigkeit ohne Ende. Und da kannst du jetzt wirklich nachschauen. Rein jetzt deine offizielle Geschichte, die in dir auftauchen wird. Offiziell hat übrigens zwei Seiten. Einmal officio hinderlich sein, im Weg stehen, die Wahrheit zu erkennen. Das ist das Offizielle, die offizielle Presse. Der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden, der Papst. Die sind hinderlich, die stehen dir im Weg, das zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Die Schulmedizin, dasselbe in Grün. Das ganze schulmedizinische Gebäude, das du dir ausdenkst, das nur Gedanken sind, ist eine einzige große Lüge. Du kannst das nachvollziehen, die letzten 30, 40 jetzt gedachten Jahre ist das explodiert. Die Pharmaindustrie ist explodiert. Und was damit explodiert sind, sind die Krankheiten und die ganzen Ängste, die dir eingeredet wird über die Werbung. Genau. Ihr Geist, was dir alles passieren kann und was du kaufen musst und tun musst, dass du gesund bleibst. Jetzt müsste man doch meinen, Medizin als Überbegriff ist dazu da, Unwohlsein, Krankheiten als die Krankheit selber, Choller ist das weltliche Denken. Das ist immer zuerst einmal die große Schwierigkeit, dass du dieses Choll, das ist Vatersprache. Das Weltliche ist was Profanes. Das ist vor Angst zittern. In der Welt wirst du immer vor Angst zittern. Etwas Nicht-Heiliges, unheilig, ungeweiht. Das ist Choll. Das Weltliche. Ein hier hinten dran, die weltliche Wahrnehmung halt. Das ist ganz einfach. Wir können jetzt schauen, die Kollektion von Licht, das kollektive Licht und jetzt hinten die Wahrnehmung dran und dann kriegst du hier schlichtweg und einfach das Erkranken und das Kranksein. Shit, logisch schwach werden, aber nur logisch, einseitig logisch, nicht rot, der Logos. Ja. Das wäre jetzt der Logos, wäre der Magier, der Zauberer, die 43, der Mag. Ja. Da kommen wir dann dazu. Du kannst nämlich aus denselben Worten komplett andere Vorstellungen machen. Ja. Das ist die Krankheit. Das Kranksein, das ist das weltliche Denken. Und jetzt ist es so, dass wir da nicht so auch wegkleiden, dass der Sinn eigentlich von Ärzten doch ist, dass das Ganze gesund wird. Und das ist die große Falle. Gesund werden ist das Gegenteil von Kranksein. Dann bist du, ich will, dass es hell ist, ich will, dass die Sonne scheint. Du entheiligst dich damit. Ja. Keiner versucht, dich heil zu machen. Mhm. Aber wir setzen jetzt einmal im normalen Denken, gesund ist ja für die Menschen heil sein, dass du ganz klar erkennen kannst, dass hier diese Ärzte schlichtweg und einfach lügen, wenn sie das nämlich versuchen, dich heil zu machen, würden sie ihren Job verlieren. Genau. Das heißt, das Ideal, das die anstreben, würde sie selber in ihrer normalen Logik vernichten. Vernichten. Ja. Und du wirst jetzt feststellen, in Bezug auf Corona, gibt es ja die Schwubble-Ärzte, diese Schwubble-Ärzte, die wirklich nahezu, ich sag mal, gesellschaftlich vernichtet wurden über die Massenmedien. Ja. Als Lügner, was sich jetzt herausstellt, dass das eigentlich alles ist, dreht sich immer wieder. Nichts Neues, es kommt einmal so, hell, dunkel, es ist dieser Wechsel. Und dass es immer noch extrem hartnäckige Corona-Befürworter gibt, dieser Krankheit. Und du kannst jetzt, wenn du das überprüfst, garantiere ich dir, dass jeder Arzt, der Corona befürwortet, ein Schweinegeld mit Corona verdient hat. Nein. Hätte er das nicht gemacht, hätte er sich vielleicht eines anderen besonnen. Jetzt im Nachhinein. Und jetzt bleiben wir, das ist ein Jetztstand, der in Deutschland nach wie vor verheimlicht wird. Du müsstest nur mal in anderen europäischen Internet recherchieren, dass Pfizer ja eingestehen musste, gibt es genügend Videos, die schauen natürlich nur Schwuppler an. Offensichtlich kriegt das die Masse der Menschen in Deutschland gar nicht mit. Zumindest merkst du nichts in den Öffentlich-Rechtlichen, dass Pfizer in Amerika mussten die, war sogar auf Bild TV, mussten die
veröffentlichen, dass diese Impfung zuerst einmal überhaupt nicht das Geringste schützt, dass du dich infizieren könntest. Wir sind immer noch in dem normalen weltlichen Denken. Ist natürlich alles cut. Wir denken uns das jetzt. Es müssen diese vorhergehenden drei Versionen, warum glaube ich das, was ich glaube? Dein Glauben verwirklichst du. Aber es bleiben Gedanken, die von dir erschaffen werden. Das Verwirklichen des Glaubens ist, dass du jetzt aufgrund von Worten, die irgendwie in dir auftauchen, wo du dein Interesse hinlenkst, dass da Vorstellungen in dir auftauchen. Dass also dieses jetzt ausgedachte Corona-Impfzeug in keinster Weise irgendeinen Schutz hat, dass du dir ausgedachterweise ein Virus einfangen könntest. Mhm. Als nächstes, dass hier extreme Nebenwirkungen sind, ohne Ende, könnte ich dir ein Lied davon singen. Explosionsartig übrigens nachvollziehbar ist es vor Jahren schon veröffentlicht worden, zeitverzögert mit den Impfungen, dass Krankheiten angestiegen sind, wird komplett. Und was noch viel heißer ist, eine dieser Nebenwirkungen ist, dass du durch die Corona-Impfung Corona kriegen kannst. Ja. Und alle, die hier nur nachäffern, was die Medien machen, ja, irgendwann kommt dann, ich weiß ja, das schützt ja nicht, aber wenn es mich erwischt, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre es ja viel schlimmer gewesen. Das sind Sätze, die du wiederholst, immer wieder, du äffst eigentlich nur nach, solltest du diese Meinung haben. Ja. Das ist aber jetzt, bleibt es immer, wir haben wieder zwei Seiten und das war jetzt hier zum Beispiel auch mit dem Bürgerkrieg. Was ist eigentlich hier Unrecht? Wenn ich in irgendeiner Land fadenscheinig ein, so wie die USA, überall auf der ganzen Welt zündelt, in dieser Märchengeschichte, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Wo kreuzt du eigentlich dein Fehlerkreuzchen an? Bei den Russen? Beispiel. So, und damit spätestens sind wir beim Rechtsanwalt Dr. Ja. Maaßen. Wie beurteilen Sie das? Sie hatten bereits einmal, so viel ist den Hörern vielleicht bekannt, in einem Post dazu gesagt, mit diesem Paragraph, mit dieser Ausweitung wird, Zitat Maaßen, das Post- und Fernmeldegeheimnis letztlich zur Farce. Herr Dr. Maaßen. Das gibt es nicht mehr, weil die alles überprüfen dürfen, aber das ist ja sowieso der öffentliche Mensch. Ich bleibe mal ganz kurz noch, da will ich nämlich dann... Es ist natürlich wichtig, dass wir uns politisch beteiligen, das ist richtig so, aber... ja, wie soll ich denn überhaupt mich beteiligen, wenn all das, was ich sage, was mich stört, sofort öffentlich platt gemacht wird? Von meiner großen Social-Media-Blase, wenn ich nur unbequeme Fragen stelle oder ungepasst. Hände Idioten, das ist so unendlich sinnlos. Es wird passieren in deiner Welt, aber du solltest nicht mitlaufen als Geist, sondern du solltest dir welche ausdenken, die das eventuell machen, aber nicht selber machen. Du das, was die anderen machen, weil das sinnlos ist. Die kämpfen nämlich nur für eine Einseitigkeit. Es wird sich im Großen und Ganzen nichts verändern. Wenn ein System umkippt und das erlehrt dir deine Weltgeschichte, es dauert eine gewisse Zeit. Ich habe immer gern Russland. Ja. Das kippt um und dann wird es kapitalistisch, was eigentlich bloß noch schlimmer ist. Die Französische Revolution. Du hast in der Zeitgeschichte ein Lehrbuch, das sind Märchenbücher, wo du was zu lernen hast, wenn du die Metaphern verstehst. Das sind ausbeuterische, angeblich ausbeuterische Könige, die über Leichen gehen für ihren Prunk und ihre Pracht und irgendwann wird es dem Volk zu viel. Und dann gibt es Evolution, herausrollen, Revolution, fällt es zusammen und dann kommt die andere Seite hoch, das Bürgertum. Mhm. Das ist in der Französischen Revolution gewesen. Allen voran in Russland, der Zar wird vernichtet und dann kommen die Kommunisten. Das Hochinteressante ist, dass all das, was diese Menschen diesen Monarchen vorgeworfen haben, im Nachhinein von denen, den Rädelsführer noch tausendmal schlimmer gemacht wurde, wie die Könige das vorher gemacht haben. Genau. In der DDR hat man die Bonzen. Mhm. Alle sind gleich, aber manche waren dann doch etwas gleicher. Mhm. Die Fettaugen, die immer oben schwimmen, die aber als erstes runterfressen aus der Suppe. Mhm. Angepasste Meinung habe und eben nicht die Power, das eben so rüberzubringen. Wenn alles, was ich sage, einfach in eine Schublade gesteckt wird und ich mundtot gemacht werde. Und so viele Beispiele gibt es. Das ist all das ganze Zeug, das kann man, da gibt es tausende von Videos und das Schöne ist, bei Holofeeling ist das gar kein Thema, was richtig und verkehrt ist. Ich erkläre dir, jetzt hast du mal, wer ist dran schuld, wer denkt sich das aus? Und jetzt kommt das Ganze mit der historisch. Es gibt keine Vergangenheit. Jetzt hör mal genau zu. Das 130 Strafgesetzbuch zu tun, Volksverhetzung. Und bislang war nach dem 130 unter anderem pönalisiert, also strafbar, wenn man also den Holocaust leugnete oder den Holocaust in Frage stellte. Und dafür hatte die Politik als diese Norm geschaffen. Nochmal, dieser Paragraph ist eigentlich speziell für den Holocaust entstanden. Aber das ist schon das große Problem. Auch das ist ein absoluter Eingriff. Der Staat zwingt dich,
definitiv an was zu glauben, was du nur mit deiner Meinheit beschwören kannst. Du kannst beschwören, dass man dir erzählt hat, dass es den Holocaust gegeben hat. Du wirst aber feststellen, dass da wieder viele verschiedene Meinungen gibt und alles, was diese offiziellen Meinungen, jetzt wird mundtot gemacht. Und jetzt kommt also auch jedes Problem, achte mal genau, was er jetzt spricht. Wurde auch gute Gründe gehabt. Der Holocaust ist eine historische Tatsache. Der Holocaust ist eine historische Tatsache. Ich weise darauf hin, das ist ein Oxymoron. Ein Widerspruch in sich selber, weil zuerst einmal dieses Oxymoron historisch bezieht sich in deiner jetzigen Vorstellung von historisch auf was Vergangenes und eine Tatsache, ein Faktum, ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das kann nie historisch sein, solange ich das Wort historisch als Vergangenheit auslege, was jeder normale Mensch macht, weil er so programmiert wurde. So wie auch, ich betone nochmal, Mathematik nicht rechnen bedeutet und Ästhetik hat nichts mit schön zu tun. Ja. Das Wort Ästhetik heißt einfach etwas wahrnehmen. Mhm. Das historisch heißt im Prinzip nichts anderes. Das wollen wir einfach noch kurz anschauen. Darüber gibt es eigentlich unter Historikern, unter Politikern, eigentlich unter normal denkenden Menschen auch gar keine Zweifel. Etwas darüber gibt es unter Historikern, was sind Historiker? Das sind jetzt Menschen, die wir uns ausdenken. Mhm. Die haben was studiert an der Uni. Denen hat man auf der Uni was erzählt. Nämlich das, was richtig ist. Und das geben die wieder. Und unter normalen Menschen, was sind normale Menschen? Das sind einfach nur Affen, die Historiker, denen hat man was erzählt. Das geben die wieder. Und Politikern, denen hat man was erzählt und das geben die wieder, wie ein Dopinggerät. Das sind Affen. Ja. Hätte man ihnen was anderes erzählt, würden sie was anderes glauben. Ja. Kein Zweifel besteht, dass das in der Vergangenheit so war. Ja. Ich rede von dem, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Und jetzt schauen wir doch einmal ganz kurz das Wort historisch an. Und zwar machen wir jetzt hier zuerst einmal die Historie. Das ist zuerst einmal Historie als Geschichte, Geschichtswissenschaft, Begebenheit. Das ist immer wieder neu. Was natürlich jetzt hier klar ist, was magst du aus den Worten? Ich sage immer wieder GE-Quadrat, der Geist ist E-Quadrat und Schichten, das sind Schichten da, ja. Denk an mein Hochhaus, denk an die transversale ja. Welt, denk an das Boot. Das sind ja. Schichten von Seiten, die alle gleichzeitig da sind. Ja. Und darum ist diese Schichtenwissenschaft, ist wie tief, denk an mal einen Spiegeltunnel. Diese vielen Spiegel, die hier in Schichten sich vor dir aufbauen, wenn du in so einen Spiegeltunnel reinschaust, sind eigentlich nur ein einziger Spiegel, der geschichtet aufeinandergelegt wird. Ja. Und darum sind es Begebenheiten, das ist eben. Eben, das Wort eben, ganz normal, wie du sagst, hat zwei Funktionen. Du kannst es zeitlich betrachten, dann heißt es, es ist eben jetzt. Und du kannst es räumlich betrachten, dann ist es. Ja. Okay? Ja. Und dann sind es erweckte Zählungen. Ja. 1999, 1998, 1997, 15, 1530, das sind Zahlen. Wenn das jetzt in dir gewisse vergangene Zeiten auslöst, ändert es nichts, dass diese Vergangenheiten jetzt gedacht werden. Das ist ein Faktum. Stimmt oder stimmt? Ja. Du kannst das, was du denkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, nur hier und jetzt in deinem Kopf als Information anschauen. Ja. Und es ist auch nur hier und jetzt in deinem Kopf. Darum ist diese geschichtliche Darstellung, da haben wir unsere Generation und stellen, wenn du was hinstellst, eine Stellung ist was Statisches. Bit, bit, bit. Ja. Diese Historia des H gibt es ja nicht. Ja. Okay? Historia. Und dieses Historia schauen wir uns jetzt einmal auf. Da haben wir übrigens, das ist wie Unde. Und da ist die Welle und Unde heißt von wo? Wo? Wo ist das eigentlich? Hier und jetzt. Und das Ganze hast du zu erforschen. Beobachten. Jetzt kommen wir. Historie heißt etwas erforschen. Du kannst nur das erforschen, was jetzt existiert. Und du kannst dir Gedanken machen, wo kommt es eigentlich her? Du kannst nur das beobachten, was hier und jetzt Information ist. Du kannst es nur beobachten, wenn es hier und jetzt deine Information ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Wenn wir jetzt hier, und jetzt muss ich da ganz gehen, hier rausziehen. Und ich habe schon gesagt, also das Spiel habe ich mit dem Brösel, mit dem Nadja-Programm über 3 Stunden. Nur das Wort Historia. Ja, ja. Wir fangen mal mit Ist an. Mhm. Die ersten 3 Silben, machen wir das einmal auf. Ich hoffe, du bist neugierig. Dieses Istau, und das sage ich dir gleich, ist. Wir machen unser Geist. Geist ist. G, E Quadrat ist. Geist. Was ist Geist? Ist ist übrigens auch, aber was anders machen, Essen.
Ganz interessant. Geist ist alles. Das führt uns jetzt hier zu dem hebräischen Wort Akol. Ja. Kol heißt alles. Die Gesamtheit, die Ganzheit. Der immer das Meer selbst, aus dem die Wellen auftauchen, und die Vorsilbe A, ganz normales Hebräisch, heißt imperfekt ich. Ich werde, ich kann, ich soll. Ja. Alles sein, essen. Ja. Das ist das hebräische Wort für Essen. Ich könnte jetzt ganz definitiv sagen, Geist ist alles, und meine ich mit dem ist sein, in Form von Essain, von auch jetzt normal gedacht existieren. Alles, was aus dir herauskommt, musst du wieder essen. Du musst es erst einmal sein in einer Form von existieren, und du musst es wieder essen, wenn du einen nächsten Gedanken vor dich auftauchen lassen willst. Ja. Du musst essen, ist was aufnehmen, aber du kannst nur das von außen aufnehmen, was du dir vorher ausgedacht hast. Ja. Und das Spiel spielt sich in dem Allen ab. Okay, wir haben dieses ist da, und ich mache jetzt hier gleich einmal in dem, ich will den da reinstellen, dieses ist, so, pass auf, dieses ist, Arno, und jetzt nimm einfach griechisches Extremkomplex, alte Sprache müssen wir gar nicht wissen, das kommt von Ana. Ich will nur mal dir zeigen, dass dieses ist Arno, kommt von Arna. Wir schauen uns das mal wirklich genauer an. Das wirst du jetzt gleich merken. Ich werde das beweisen, indem wir hier schlichtweg und einfach einmal Arna machen. Okay, Arna, bla 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 erscheint. Hier schwarze Trauben, kleinen Moment, ich fahre mal ein bisschen runter. Nur zur Vermittlung. Jetzt kommt hier, kleinen Moment, weil ich müsste jetzt das genauer. Das ist also hier ein Verb des Gehens. Okay. Und da kommt immer wieder dieses Wort, dieses Demesis vom Verbum getrennt ist. Das Wort, schau, wenn du das jetzt schon fällst, kannst du es nicht verstehen. Wir machen mal ganz einfach. Ich zeige immer, wenn du das jetzt selber ausprobieren willst, wie du das schnell machen kannst, wenn du einen guten Computer hast, dann magst du einfach hier direkt nachschlagen. Trennung vom eigentlich zusammengehörenden Wortteilen. Du trennst Wortteile, die eigentlich zusammengehören, und legst die einseitig aus. Ja. Das bedeutet das im Griechischen. Und dann wirst du feststellen, hier ein Dahlen auf das Schiff steigen, wo auch eine Demesis, ein trennendes Schiff ist immer Ski, das Geschenk von zwei Facetten. Ja. Und diese zwei Facetten ist jetzt Wellenball von Wellendal, hell und dunkel, gut und böse. Du trennst es und meinst eine Seite, das ist ja unser Arni. Ja. Okay? Ja. Und jetzt kommt Arn auf. Und mit dem Begriff der Ruhe. Es ist im Verbinden mit dem Begriff der Ruhe. Aber jetzt kommt Etzer. Schau, im Allgemeinen wird von einer Bewegung von unten nach oben hinauf gesprochen. Das heißt hier, von einer Bewegung durch einen Raum, weil das in entferntere Höhe zu liegen scheint, ging das Bewusstsein dieses Grundes, des Geistes, aus dem dieses höherliegende HWH, JHWH, das ist deine Gedankenwelle, die in dir erweckt wird. Ja. Die wird jetzt zu einer Lüge. Lie, Lügen. Lie ist Liegen und Liegen im Englischen. Ja. Haben wir das tausendfach gesagt. Ging das Bewusstsein des eigentlichen Grundes für all die Gedankenwellen verloren? Ja. Die Munde für, da muss ich wissen, dass Mund im Hebräischen B heißt, und das heißt hier. Ja. Jetzt sind wir bei uns im Hier, das beim Heiligen Ganzen. Okay? Ja. Du merkst jetzt schon die Kleinigkeit, und dieses Istano heißt stellen. Stellen im Hin von Standplatz. Da haben wir aber jetzt die Ellen schon drin. Ja. Das sind so Längenmaße. Und jetzt kommt Isteos, kommt von, das sollten wir uns auch anschauen, von den Oida. Schaut, da ist immer so eine Welle über den kleinen Gott, der Punkt mit einer Welle drüber. Das alles hat einen Sinn. Was man wissen muss, wir schauen uns das ganz kurz einmal an. Das heißt, ich weiß. Aber was weißt du? Du weißt das, was in dir auf dir, logische Wellen, die Wellen, die du in dir aufschwellen, das ist das Einzige, was du weißt, ist eine Gedankenwelle. Und darum bist du G, E-Quadrat, ein logisches Wollen. Und das, dann macht dich das erfindet so einen aufgeblasenen Affen, der meinte, er wüsste was. Ja. Dass etwas aufschwillt in dir, da haben wir die Wellen schon mit drin. Ja. Das Ganze
hat's, aber lassen wir das anschwellen, weil du merkst jetzt, das waren 400 Seiten, wir wollen uns auf das wirklich Wesentliche, auf das Wirkliche, was man wissen muss. Und jetzt kommt dieses, ist Amy. Den Amy müssen wir uns genauer anschauen. Das ist die Wurzel von Stellen, von Hinstellen. Das ist einmal, wenn man jetzt dort, zack, zack, ich fahre mal runter in die erste Behauptung, Homer, da kommen jetzt diese ganzen alten Schriften, im Gegensatz zur Bewegung, das ist dieses Amy, ist ein Amy, ein Aufschwellen, im Gegensatz zur formgewordenen Bewegung, das Beendigen derselben, das zur Ruhe bringen, das ist das ewige Hier und Jetzt. Das Bild, 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 das, was in dir auftaucht, blitzt in dir auf, jetzt und verschwindet jetzt wieder. Und zwischen diesen beiden Jetzt-Punkten spannst du dir ein Zeitfenster auf. Das kann jetzt eine Sekunde da sein, aber es kommt jetzt und es geht jetzt aus und die Sekunde ist jetzt. Und es kann ein Jahr sein, das natürlich dann der Hörer kommt. Stillstehen lassen. Damit ist unser E, wo ich immer anspreche. Halt macht. Haal. In diesem Licht ist eine Spiegelung, eine Erscheinung. Okay? Ja. Bei innehalten. Das war der Geber, da haben wir den gebrochen. Oder GE-Quadrat macht ein Äußeres. Und so weiter und so weiter. Das ist das Amy. Wir können das Amy übrigens jetzt einmal einzeln anschauen. Das war jetzt dieses Ganze. Es ist Amy. Ja. Es ist ein Stillstehen lassen, ein Festhalten im Hier und Jetzt. Ja. Und jetzt schauen wir uns das Amy einmal einzeln an. Da müssten wir jetzt auch wieder weiter nochmal in die Unterformen reinfahren. Das ist jetzt, sag ich, das kommt von Inquam. Qua ist immer wer, wie, was, wo. Ich sag der Udo immer, aber interessant, Amy in vielen Zusammensetzungen bedeutet es halb. Halbheilig. Scheinheilig ist halbheilig. Halbwach. Wann bist du halbwach? In dem Moment, wo du träumst. Wo du träumst. Bist du ja bei Bewusstsein, weil dieses Bewusstsein erlebt ja was in seinem roten Kopf. B. Rasche, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar so, wie du dir das um dich herum ausdenkst. Aber dann bist du bloß halbwach. Absolut wach bist du in dem Moment, wo du weißt, dass du das erschaffst, was du in deinem Kopf machst. Dann bist du wirklich erwacht. Ja. Interessant, dann bist du ein halber Geist, ein Halbmännchen, ein Halbmann, weil du jetzt ein Verschnittener bist, ein Halbmensch, ein Halbbrötchen, B-Rot im Roten. Das Halbe, ein halber Bar, außen. Ja. Halb gefärbt, weil du immer die Komplementärfarbe weglässt. Und nur halb lebend. Ein Halbmensch. Merkst du das? Halb, nicht vollständig. Nicht verheiratet, gesetzesmäßig verheiratet, aber mit einer Konkubine. Das ist unser Kubus. Die Camera Obscura. Das ist dieses ein Halb und so unvollständig. Affen sind immer unvollständig. Geschaffene Affen sind unvollständig. Ein Halbkreis, also noch kein geistiger Spiegelbewusstsein. Ja. Ist interessant, ne? Ja. Ist Amy. Wir sind bei Ist Amy. Und jetzt lassen wir mal, ich wollte dir nur zeigen, wie sich, da können wir sehr, sehr tief reinfahren. Estin in der Mitte, das ist dann Tri. Drei, die Synthese von Spiegel, Spiegel, ich in der Mitte. Da steht alles drin, was ich euch erzähle. Durch die Bank. Und wir fahren nochmal runter, wie sich das jetzt aufbaut. Dieses ist das Fahren, das Segeln. Ich will da nicht so arg jetzt im Meer. Da müssten wir jetzt wissen, dass die See das Lamm ist. Auf Hebräisch schreibt sich 305, wird C ausgesprochen, linksputiert mit einem Zinn. Und dieses Lamm, könnte ich jetzt zum Beispiel lesen, ist der Geist Gottes. Ich kann aber das eher als Vokal draußen lassen, wird so ein La-MM. Auseinandergeschmissene Zweigestalt werden MM, das ist die Welle. Wenn du die Vatersprache verstehst, merken, wie sich das jetzt aufbaut. Und jetzt gehen wir mal, ist das Os. Schau, das war jetzt zum Beispiel eine Sache, das hat uns über eine Stunde gekostet, müssen wir jetzt Os anschauen im Griechischen und vor allem Os im Lateinischen. Und dann kriegst du den Schiffsmast. Und du musst wissen, bei einer Mast haben wir wieder zwei Seiten. Wie beim Griechs. Meine ich einen Mast, den ich aufrichte, oder meine ich etwas messen? Und das, dann, das Ganze, wenn ich aufrichte, kriege ich es doppelt aufgespannt, wird nämlich eben. Und das Ganze wird jetzt waagerecht, das ist die sogenannte longitudinale Brust, wissen wir, Chasa heißt im Geiste sehen, longitudinale im Weiß, bla 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 bla. Aber wichtig ist jetzt der Punkt, Historio, das ist die eigentliche Wurzel für Historie.
Das hast du durch eigene Anschauung, eigenes Nachfahren erfahren, durch meine Sinne, Wahrnehmen, Erforschen, in Erfahrung bringen. Da geht es jetzt los, durch dein eigenes. Du kannst nur das anschauen, was jetzt Information ist. Ja. Und du wirst aus dir, aus dem großen Internet, nur das herausholen, wo du selber nachfragst. Was dich interessiert, was für dich von in der Esse ist. Ich glaube, das lassen wir jetzt einmal genug sein. Und du wirst, wenn du neugierig bist, ist das spannender wie jeder Film, wenn ich mit dir in ein Wort hinabsteige. Nein. In einen Wie-Ort, schau das Bild an, das Kleine, den Udo, ist nicht von oben oder von unten, da in dieses Zentrum hineingehen, das wir selbst sind. Mit unendlich viel Wissen. Aber wir schauen jetzt einmal das Interesse an. Und da haben wir das Erste, die Interesse, wissen wir, Inter. Jetzt können wir das lateinische Wort Inter natürlich nehmen hier. Dann haben wir schlichtweg und einfach das Innere. Aber was würde, jetzt machen wir mal den Redo, was würdest du hebraisieren, wenn du das Wort Inter hebraisierst? Ja. Hebraisieren heißt praktisch hebräische Zeichen draus machen. Ganz spontan. Ja, I-N. Machen alle. Verkehrter Ansatz. Oder ein. Mach das verkehrter ein. Ansatz. Verkehrter okay. Ansatz. Machen wir ganz einfach. Wir schieben das I als Vorsilbe weg. Weg, ja. Und dann kommt NDR. NT. Das ja. Inter. Ja. INTR. Wir machen nur INDR. Das I als Vorsilbe ist imperfekt. Das heißt, ich werde. Wird, ja. Kann, soll. Ja. Was kann er? Losmachen. Er kann etwas aufwarten lassen, das davon springt, entspringen. Entspringen heißt natürlich, dass das dann doch wieder nicht entspringt. Ja. Das führt uns zum Ring, dann zum goldenen Kalb, zur Natur. Ja. Ja. Das ist übrigens dieselbe Radix. Ja. Siehst du, da steckt der Ring drin. Schauen wir uns gleich an. Heraus, herunterschütteln, losmachen, hüpfen lassen, losmachen, springen, aufhüpfen. Ja. Das Loslösen. Das Loslösen von Gedanken. Das ist die Natur. Das ist dann das Bewusstsein Gottes, ist der Beder, das ist rot gelesen. Das Natron, das Salz hat was mit Meerwasser zu tun. Aber jetzt pass auf, das heißt praktisch, ich werde etwas aufspringen lassen, ich werde etwas losmachen in mir. Das ist Inter, das passiert in dir im Lateinischen. Und in der Esse wissen wir, das lateinische Wort Esse, das muss ich jetzt da reinmachen. Weißt du, in normalen Wörterbüchern, in den klassischen Wörterbüchern Althebräisch nicht findest, weil das kommt von esse, sum, fui, futurus, ist sein, dann ist ein Dasein da. Da beginnt etwas zu existieren in der Esse. Das ist jetzt hier, in Ecken passiert es übrigens. Ja. Das ist dieses entsprechend Zeugen, wert sein, herrschen, eine Frau beschlafen. Das kommt eben, die Frau ist deine Welt. Essen, verzehren heißt wieder aufnehmen. Es kommt dann die Esseform von Edero, Edo. Das musst du jetzt alles nicht wissen. Da kommt dann der Schmelzofen, die Werkstatt, offen mit 2FF. Okay, jetzt wissen, dieses Esse ist einmal tun, machen. Wenn ich jetzt hier dieses in der Esse heißt, das innere Sein. Es beginnt in dir was zu existieren, nämlich das, was du losmachst, die Natur. Und die Natur wiederum, dieses Nader, das ist schlichtweg und einfach Esse. Ich springe jetzt hier mal rein. Wir waren in dem Kreise. Ja. Der Jung, das Kalb, Kaal, wie Gott, Polar, abrunden, Kreise ziehen. Ich war gerade hier beim Kreis, beim Ring, rund. Da kommt nämlich die Unterform, wenn wir jetzt weitergehen, führe ich das zum Ring. Jetzt machen wir mal hier die Natur, dieses Nader. Da haben wir Existenz einer Reihe. Und das ganze Spiel spielt sich jetzt eigentlich letztendlich in dir selbst ab. Da können wir jetzt die Zahlen werden, es ist einfach nur, ich betone, es ist ein Computerprogramm. Ja. Aber jetzt pass auf, das Ende des Bürgertums, diese historischen Fakten, die man dir jetzt aufzwingt. Mit dem neuen Gesetz ist es so, dass man prinzipiell, wenn du irgendwas ablehnst, was die dir vorschauen, was du zu glauben hast, dass man dich ins Gefängnis schmeißen kann. Du kannst ja jetzt schon, wenn du den Holocaust leugnest, und ich sage jetzt zum Beispiel, ich leugne den Holocaust nicht, weil er existiert ja, jetzt, weil ich ihn denke. Ja. Ich leugne übrigens auch keinen Osterhasen, weil jetzt existiert der Osterhasen, weil ich mir an den denke. Ja. Das Einzige, was ich nicht beschwören würde, dass der unabhängig von mir da außen ist, weil dann würde ich an Meinheit schwören. Ja. Und genauso ist es mit dem Holocaust. Ich gehe mal davon aus, dass du selbst nicht beschwören kannst, dass es den gegeben hat. Du kennst den nur vom Hörensaal. Ja. Und ich lasse jetzt nicht gelten, wenn du sagst, ja, mein Ober, mein Lieblingsober, der war doch im KZ. Nein.
oder der war Wachmann in einem KZ. Ja. Was auch immer, was der dir erzählt, es ist doch kein Unterschied, du kennst es vom Hörensagen. Ja. Und genauso ist es, man hat dir erzählt, dass die Welt eine Kugel ist. Was ist, wenn du jetzt irgendwann einmal begreifst, dass da außen gar keine Kugel ist? Weil du einfach das zweite Gebot hältst, wenn du ein Christ bist oder wenn du ein Jude bist oder wenn du ein Moslem bist. Mhm. Ich betone nämlich immer, diese 10 Gebote, die Tora, okay, die 5 Bücher Mose, sind für jeden Moslem geltendes Recht. Mhm. Du müsstest bloß einmal deinen Koran lesen. Dann wirst du feststellen, dass das so ist. Und dieses ganze Glaubensgeschwätz, das du hier kriegst, die Impfbomben lügen mit Milliardengeschäften, jetzt sind natürlich die Schwupplerseiten. Nein, das sind ganz, ganz klare Aussagen, das ist mittlerweile, ist es, wenn du weltweit die Summe der Möglichkeiten, die du im Internet aktivierst, amerikanisches Internet, das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist nicht irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst, die du vom Hörensagen kennst. Ja. Mein Thema ist nicht aber, welcher Berg oder da ist. Ob die Norden die Guten sind oder die Russen die Guten sind. Es hängt davon ab, was du, es wird für dich so sein, wie du dir das denkst, aber die Frage ist, warum denkst du dir das? Nein. Weil deine Logik dir das aufzwingt. Ja. Und wenn wir jetzt einen Text haben und du aus dem Text Vorstellungen machst, das ist beim Wortwärts ja schon sehr heiß, wenn wir jetzt Krebs sagen, oder du merkst, das ist Historie, Mathematik, und was hast du bei dem Wort Mathematik? Dann denkst du an Rechnen. Ja. An Leuten, die das Rechnen verstehen. Nein. Das ist es nicht. Die Wurzel des Wortes zeigen mir deine ganzen Historiker, deine Linguisten und bei den Philosophen ist es doch genauso. Ja. Die äffen irgendwelche extrem gute Schriften nach Plato. Aber immer in einer raumzeitlichen Auslegung. Und ich sage, es ist eigentlich vollkommen unverständlich, wenn man Demokratie als gut ansieht. Das ist die Macht der Dummheit. Und du erkennst jetzt immer mehr, dass alle nachäffen und bitte mach dich nicht zur goldenen Ausnahme. Als Brüssel hast du dein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Nein. Deine Einseitigkeit nachgeäfft in Maßsitzung deines Schwamminhalts, den du dir nicht raussuchen konntest. Das Thema bei Holofeeling sind nicht in irgendeiner Form eine Menschheit, die du dir ausdenkst. Holofeeling richtet sich auf den, der sich's ausdenkt. Zu dem sage ich, du bist Gott. In Bezug auf Schöpfer, aber noch ein Babygott. Er träumt in der Geisterschaft alles, was er träumt in sich selber, hat aber noch keinen Einfluss drauf. Das ist, darum bist du auch freigesprochen. Das ist jetzt, da muss ich jetzt eine sehr, ich benutze mal negativ, das Wort negativ, wobei ich immer sage, negativ und positiv kannst du auch austauschen. Du kannst niemals sagen, Sätze immer einfach, wo man sich wirklich einleuchten lassen kann, es Sätze für diese zwei Seiten, wo du jetzt gut oder böse nennst, Sätze Sonnenschein und Regen. Und da wird dir klar, nur Sonnenschein wird alles kaputt gehen, nur Regen wird alles ersaufen. Mhm. Krieg und Frieden, nur immer alles am Leben erhalten, wird dir das ganze System, so wie du dir das ausdenkst, kollabieren. Mhm. Wenn der Säugling nicht vernichtet wird, das ist der Krieg, gibt es kein Schulkind. Wenn dein jetziges Weltbild, deine Weltvorstellung, dein Programm nicht vernichtet wird, gibt es für dich keine geistige Weiterentwicklung. Du wirst bis in alle Ewigkeit auf den Gleisen dieses Kommen und Gehens wiedergeboren werden, wieder sterben, wieder schöne Hesse der Sach. Dann kann ich wiedergeboren werden, wieder eine Frau begatten, wieder andere Leute bescheißen, wieder sterben und dann wieder als wieder eine neue Figur unbewusst auftauchen, wieder eine Rolle unbewusst spielen und ums Überleben kämpfen. Mhm. Bis du dann anfängst, das bewusst zu spielen. Ja. Das ist kein Science Fiction, das sind absolute Fakten, dass ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit. Und du kannst gerade, wenn man den Fokus verlegt, und das passiert erst, wenn du die Neugier hast, die Neugier, eine Reife hast, so wie du ab der Pubertät dich anfängst, für anderes Geschlecht oder für das gleiche Geschlecht, für Sexualität, sage ich einmal, zu SX zu interessieren, das ist dann für in der Esse, dein inneres Sein. Mhm. Genauso wirst du nach dem Wechseljahren dich für den Sinn des Lebens interessieren. Das kann natürlich auch schon vorher passieren, weil vorher und nachher ist immer jetzt. Also es sind sehr, sehr grobe Metaphern. Und jetzt ist es nochmal, wenn du einen Text hast, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, dass du eine ganz klare Vorstellung hast von einem Wort, zum Beispiel von dem Wort Mathematik, nämlich so, wie du programmiert bist. Und jetzt schaust du nach, was das eigentlich wirklich bedeutet, wenn du die Reife hast und du was feststellst, hast du was ganz was anderes. Mhm. Noch Mathematik hast, Mathe ist das gelernte Wissen, und Mordikos, das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern, von Dummköpfen, Blödmännern. Jeder normale, normierte Mensch ist ein Mathematiker. Ja, ja. Jeder normal denkende Mensch hat dieses Pixelmännchen gerade gesagt, das in Deutschland groß geworden ist.
sieht es genauso wie jeder Historiker. Der Historiker ist normiert. Der normal denkende Mensch ist normiert, sich eine Vergangenheit auszudenken, obwohl das Wort historisch überhaupt nichts mit Vergangenheit zu tun hat, sondern mit dem, was du nur jetzt erforschen kannst. Ja. Und was du erforschst, ist immer der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Du erforschst eigentlich dein eigenes Programm. Wenn du der Computer bist, musst du dir jetzt erst einmal Gedanken machen, warum kann ich jetzt eigentlich Bilder auftauchen lassen in mir? Das ist das Schöne, dieser Mech-Chef ist ja der Rechnungsführer der Computerfebräisch. Mech-Sheba hast du übrigens dann, ich spreche das einmal, das heißt der Gedanken. Ja. Der Rechnungsführer, dieses GR, diese Generationen sind Berechnungen. Mhm. Und da wirst du merken, du brauchst deine Physikbücher. Mhm. Da bin ich ja rein. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwelche Bücher, irgendein Wissen nicht wichtig wäre. Wenn du natürlich jetzt in diese Falle gehst, deiner ganzen Schwätzer, Philosophen, auch wenn sie dann über das Urwort machen, sind hochinteressante Sichtweisen. Ich schalte mal nochmal ein, den hatten wir zwar schon, lass mal da mal nochmal reinspringen, pass auf, schauen wir mal ganz oben, wir fangen ja gleich an, den hatte ich schon laufen. Den wollte ich nicht. Den wollte ich haben. In einer seriösen Wissenschaft muss Erkenntnis aus Experimenten kommen. Das ist schon, in einer seriösen Wissenschaft muss Erkenntnis aus Experimenten kommen. In einer Kurzform Ex hast heraustreten, Barry heißt um mich herum und Mendio heißt sich etwas überlegen. Wir sind bei unseren Gedankenwellen, etwas sich ausdenken und Lügen verbreiten. Mhm. Das sind seriöse Wissenschaft, die Experimente, ist das, was du dir ausdenkst. Mhm. Es geht nicht darum, das Ergebnis eines Experiments. Geöffnete Berechnung mhm. ist eine Generation und um ist ja aufgespannte Gestaltwertung. Wenn wir das einzeln machen, hast du immer aufgespannte Gestaltwertung. Mhm. Das sind Gedankenwellen, das sind Berechnungen. Okay? Ja. Interessant, wir können das natürlich auch anders machen. Wir können das da schreiben, dann ist es dein Wissen. Deine Erkenntnis, das, was du erfährst, ist rum. Machen wir das einmal so. Da gibt es viele Möglichkeiten, du kommst aber nie aus dem Kontext raus. Das ist jetzt das H in J, H, B, H, das ist Wellenberg und Wellendahl. Die über dir sind, beide. Kann man natürlich dann rot machen. Das ist das Hoch, das Erhobene, oben. Das ist ja so, schöne, heilige Menschen sagen, wir geloben. Achte mal auf das Wort. Wir können jetzt das geloben. Zuerst einmal das Geld kann man GL lesen, ist eine Welle, ist oben. Das ist wir geloben. Eine Welle ist ein Kreisen, ist oben. Das sind meine Gedankenwellen. Ich kann natürlich das GL der Geist Gottes machen und das sind nur, wir ändern nur die Perspektiven von so einer Wortstruktur. Da haben wir zum Beispiel das Empor SD Eigen. Jetzt muss ich wissen, M. Wenn ich das mit einem Elefone schreibe, ist das die Mutter, das Mutterwissen, praktisch dein Intellekt, den du zum Denken nimmst, der macht etwas los, das ist pur, ist pur. Nämlich raumzeitliche Erscheinungen und die sind das eigene, deine Gedanken. Das ist die Muttermatrix. Ja. Wir geloben. Zu glauben. Ein Messergebnis ist eine Tatsache, keine Glaubenssache. Ein Messergebnis ist eine Tatsache und keine Glaubenssache. Und jetzt kommt das Ganze, dieses Messe, ganz interessant, kommt vom hebräischen Esse. Aktivieren, ausführen, etwas machen, etwas verschaffen. Du verschaffst dir, du bringst aus dir etwas hervor. Du führst etwas aus in dem Moment, wo du dir was ausdenkst. Jeder Gedanke, den du dir ausdenkst, ist eigentlich ein Messe, ein Messen. Das ist Messe. Du bist der Aktivierende, der letztendlich in sich ein Werk, eine Wirkung künstlich in sich was aufbaut. Ja. Messen, dieses Esse im Hebräischen ist im Lateinischen das Wort Fakt, das Faktum. Ja. Und wenn wir das anders aussprechen, wird es die Masse. Und Masse ist kein Gewicht. Da müsst ihr einfach nur die Physik im Nullpunkt Gottes lesen. Das heißt, immer wieder, ein Messergebnis ist eine Tatsache. Das heißt, ein Gedanke, den du denkst, ist ein Messergebnis. Im eigenen Ermessen wirst du denken, in Maßsetzung der Logik, die du zum Denken benutzt. Dieses fundamentale Experiment, das F, unter, fundamental, F, eine Facette
Und da ist eine Welle, UNDA heißt UN, eine aufgespannte Existenz von einer geöffneten Schöpfung eines Augenblicks, skeptisches Wissen. Ja. Und das ist etwas, das du dir überlegst und Lügen verbreitest. Du bist immer unsymbolisch. Ja. Besagte Ungeheuerlichkeit der Quantenphysik bestätigt, erkläre ich heute. Diese Ungeheuerlichkeit der Quantenphysik. Und jetzt kommt dazu. Obwohl ich es schon in meinem 7. Video über Verschränkung bereits erzählt habe, erzähle ich es hier noch einmal ganz genau, damit niemand sagen kann, er oder sie glaubt es nicht. In meinem Schlusswort werde ich eine persönliche Interpretation zu der Problematik präsentieren. Präsentieren, die Superpositionen, all das Zeug, das alles gleichzeitig ist, in dem Moment, wenn ich jetzt da reingehe, wir können jetzt das Hebräische uns anschauen, das sind dieselben Spätzle, schauen wir uns die nochmal an. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Schwätzer, sondern ein theologischer Schwätzer. Machen wir jetzt ganz einfach mal hier 2 Chronik. Herzlich willkommen zum Wort des Tages, Devar Hayom, heute aus 2. Chronik 20, Vers 12. Eloheinu, hallo Tishpat Bam. Das ist jetzt schon die Entheiligung, wo ich sage, diese ganze Fokalisation. Aber ich nehme jetzt extra mal das kleine Beispiel, wenn man jetzt das ganze Zeug weglässt. Wir können ja die Dinge noch zusammenschieben, dann machen wir mal schnell auf. Es ist immer nur gelerntes Wissen. Das heißt, die Figuren in deinem Traum, das, was ich KIs nenne, wie in einem Videospiel, hat jeder für sich seinen eigenen Intellekt. Und du bist keine Ausnahme als normaler Mensch. Ich war immer vergesslicher hier. Was wollte man jetzt? Da stimmt, glaube ich, einer Wert 28. Ich glaube, es ist die 2012. 2 Chronik 2012. Muss ich jetzt selber noch schauen. Ja. Ja, das ist es. Ja. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft von dieser großen Menge, die wieder uns kommt und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das erklärt er jetzt, der übersetzt es jetzt. Ja. Er übersetzt es. Rav Hase, Habach Aleno. Moment, ich war hinein und er betet zu Gott. Unser Gott, das ist ein Gebet an Gott, unser Gott. Und jetzt ist beim Hebräischen das Eigenartige, dass hier genau das passiert. Du kannst diese Radix, diese Grundzeichen sehr unterschiedlich auslegen, aber mit einem strengen arithmetischen Raster, das zeigt dir die Vordersprache. Hallo Tishpat Bam. Hallo ist die eigentliche Kombi aus dem Fragepartikel H und der Negation Lo. Zusammen bildet es die rhetorische Frage, etwa nicht. Etwa nicht, ja. Wirst du Schafat? Bam. Das ist natürlich, ich weiß, dass das jetzt den normalen Geist, der sich mit Hebräischen nie beschäftigt hat, absolut langweilt. Das Hab ist ich nicht. Eine Art von Reife. Ja. Aber was ich jetzt hier zeigen will, ist, dass die, darum fahre ich jetzt einmal ganz kurz, pass auf, wir fahren nochmal in den Bereich hier rein. Ja. Die, das ist hier begründend, denn es gibt nicht, es ist nicht vorhanden, das ist die Negation im Nominalsatz, es gibt nicht, war nu, ist die Präposition be, mit diesem Vorton kam es hier, und das Suffix der ersten Kommunis Plural, denn es gibt nicht unter uns oder bei uns, denn... Das ist all das nur, merkst du, der spricht nur von Grammatik und meint, er hätte irgendwas verstanden und entheiligt diese Worte ohne Ende. Ja. In der Vordersprache, ich sag, du kannst diesen Text sofort 100% übersetzen, in einem halben Tag lernen, dass du das fließend lesen kannst, das ist das große Geheimnis. Ja. Das Wiedererinnern ist immer nur das Spiel, wo jetzt natürlich mit Holofeeling, du musst Interesse haben. Ich sage immer wieder, kein Kaufmannsdenken. Wenn du meinst, du brauchst es, um frei zu werden, du brauchst es nicht.
für den Text gilt dasselbe wie für jeden normalen Text. Sobald du irgendwas liest, wir bleiben mal hier, du hast Worte vor dir. Und du baust jetzt aufgrund dieser Worte Vorstellungen auf. Wir können jetzt genauso nehmen, Bedienungsanleitung an Maggi-Tütensuppe oder irgendeinen Zeitungsbericht über Politik, aktuelle Tageslage im Ausland. Und dir muss klar sein, dass du mit der Vordersprache, jetzt hast du mal einen Urkontext, hast, der sehr komplex ist. Und du kannst aber jetzt, wenn du den detaillierter auslegst, das ist jetzt zum Beispiel eine Auslesung dieser Worte, das kann man so übersetzen, du wirst nie hören, dass das nicht stimmt. Er erklärt dir sogar grammatikalisch, wie er auf diese Übersetzung kommt. Ja. Wenn ich jetzt aber nur das anschaue, was da ist und zuerst einmal mir bewusst mache, was die Worte, das macht der Gematrie-Explorer und jedes Wörterbuch, was da eigentlich wirklich dasteht, dass ich das jetzt nicht wüsste. Mhm. Ich müsste das mit dem Gematrie-Explorer übersetzen. Mhm. Dann musst du zuerst einmal kleine Häppchen machen. Ich sage immer wieder, im Originaltext ist das Ding ja zusammengeschoben. Ja. Kann man hier umstellen. Das ist der Original-Dora-Text. Ja. Halt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Den habe ich weggemacht. Klein, da will ich rein. So, das ist derselbe Text. Schau, jetzt habe ich nur das eine H markiert. Ja. Das ist der Buchstabe. Das ist derselbe Text. Was ich jetzt hier weglasse, das ist so angeblich, ist natürlich auch, habe ich gehört, ursprünglich ist das Ding, hat er so ausgeschaut. Und noch ein bisschen Zacken dazwischen. Und dann wurde das immer mehr eingeteilt und irgendwann sind da diese Bündchen und Strichchen. Das, was er jetzt übersetzt, siehst du das kleine Zeug drumherum. Ja. Diese Masora, wie man es ausspricht. Und diese Theologen, die modernen Theologen, geilen sich nur auf ihre Masora auf. Ja. Holofeeling vereinfacht das alles. Ja. Da haben wir zuerst einmal L, dieses Wort L, die kann man hier unten dann gleich übrigens auch von rechts nach links übersetzen. Das ist zuerst einmal Gott. Dasselbe Wort hast du aber auch nichts. Als Einzelbeispiel wird es oft übersetzt mit zu, hinzu, hinzu, gegen, hin, entgegen. Ja. Okay, das ist das Erste. Das Ella. Ohne das grammatikalisch zu sehen, hast du zum einen Fluch und zum anderen Beschwörung. Das sind unsere zwei Seiten. Das ist erst einmal dies, diese. Jetzt wissen wir, das Wort dies als Haser gelesen, heißt auch fantasieren und wachträumen. Ja. Wir gehen ganz kurz einmal rüber. Ich erkläre es jetzt. In Redo brauche ich das nicht erklären. Schau, wir haben das Wort Haser. Halt. Und bitte nicht, du musst dir das nicht merken. War neugierig. Ich will, dass du neugierig wirst. Das ist Fantasieren und Wachträumen. Wachträumen, Fantasieren. Dieses Wort kommt in dieser kompletten hebräischen Tenach. Kommt es 407 Mal vor. 704 Mal vor. Genau. Kann ich dir zeigen. 407 Mal steht dieses Wort in dem hebräischen Tenach. Das sind jetzt mehrere hebräische Wörterbücher. Wir schauen uns das hier an. Überall, Wachträumen, Fantasieren, Traum, die Traumgeschichte im Traum, Sehen, Träumen, Irrbilder. Eine Irre im Kind erwecken. Beilet heißt im Kind. Irre reden, Fantasieren, Irre reden im Schlaf. Gesehen ist Träumen, Irren. Da hast den Schlaf, so muss. Ist. To dream, speak. Sprengen, spritzen. In unserem Gematrie-Explorer ist es auch dieses da, es spritzte, es sprengte, denk an, du bist immer. Und was passiert, wenn du Gedankenwellen aufschmeißt und noch ein wenig höher gehst bis zur Gischt, dann spritzen Gedanken aus dir heraus und fallen wieder in dich hinein. Ja. Das ist, weil du anfängst zu fantasieren, zum Wachträumen. Ja. Kann man es schöner ausdrücken? Ja. Wenn ich aus dem ersten hier Che mache, dann wird es die männliche Brust, Chasa. Das ist jetzt der Brustkorb, habe ich so oft erklärt. BR heißt übrigens das Äußere. USD eine aufgespannte Erscheinung, raumzeitliche Erscheinung. Ja. Okay, dieses Wort heißt auch im Geiste sehen. Das, was du aus dir herausspritzt, diese ganzen Kollektionen, sind jetzt Selektionen von Wahrnehmungen. Ja. Diese Kollektionen, ein Wort, sind immer Selektionen von Wahrnehmungen. Das ist immer nur blau. Du merkst in dem Sinn, wenn ich so lese, nur blau lese, rot lese. Hier hast du den, der das bewusst im Geiste sieht. Wirst du feststellen, dass das plötzlich, also das hast jetzt das da mal Beschwörung und Fluch. Ja. Da haben wir Beschwörungen und Flüche. Ja, unsere Beschwörungen und Flüche. Ja. Genauso ist es. Oder unsere. Ja, ja. Schau, das ist als Suffix unsere. Ja. Unsere Beschwörungen. Zwei Seiten oder Flüche. Beschwör mir etwas oder verfluche mir etwas. Beschwören meine ich jetzt in Form von positiv, das glaube ich. Ja.
Das nächste Wort etwa nicht. Die Wahrnehmung wird auseinandergeschmissen. Ja. Sind Lichtschöpfungen. Die Wahrnehmungen sind Lichtschöpfungen. Jetzt kommt, richtest du. Du richtest, du verurteilst, du reagierst. Du wirst richten, du verschaffst dir dein Recht. Indem du sagst, rechts ist verkehrt. Links stimmt. Oder links ist verkehrt, rechts stimmt. Ist der Henkel rechts oder links? Merkst du das? Das ist jetzt, dieses Du ist imperfekt. Ja. Du wirst, du kannst, sollst und jetzt kommt, da gibt es verschiedene Wörter für Recht. Das ist jetzt natürlich hier, urteilen, richten, Recht verschaffen, urteilen der Richter. Ich habe es doch gehabt mit dem Richter jetzt, die ganze Zeit. Du bist der Richter über alles und jeden. Aber das bist nicht du. Schau mal, was da steht. Da steht, sagst du mal, ein logisches Wissen wird gespiegelt. Ja. Logisches Wissen wird gespiegelt. Ja. Das ist das Rot-Blau-Lesen. Das ist übrigens der Chef. Ja, genau. Der Chef in dir, wir können auch natürlich die Shin lesen, das ist jetzt schwach werden. Wenn du dein Shin, logisch schwach, du wirst logisch schwach. Dann spiegelt sich dein Wissen. Das ist alles, was du jetzt denkst, wirst du wieder aufbauen in einem gewissen Maß. Ja. Und jetzt kommt jetzt ein schönes Wort, das hast du in ihnen, in den Geistesfunken. Ja. Und jetzt kommt diese Stelle, wo er gerade übersetzt hat. Ja. Ich schaue es nochmal ganz kurz an. In ihnen, das ist übrigens das, dieses KI, da haben wir jetzt noch stehen. Ja. Dieses in ihnen, das ist BM, in ihnen, M am Ende heißt in den Geistesfunken, männlich. Ja, männlich, ja. Suffix, Besitzanzeichen, das Fürwort in diesen, es endet. Es endet in diesem Meer. Ja. In ihnen, das Meer, sind alle Geistesfunken, sind ein allereinziger Geist. Das ist J-C-O-I-C-H. Ist eine KI. Ja. Wir machen mal eine KI draus. Ja. In ihnen ist eine KI, eine künstliche Intelligenz. Das heißt ein polarer Rand. Ja. Der polare Rand oder BR heißt, immer wieder erwähne ich das, das heißt das Äußere unter anderem schwingen. Und auch in die heißt, aber wirklich vorsichtig, ich werde auf und abschwingen. Ja. Und das Ganze ist natürlich von Gott. Dieser polare Rand ist von dem All, von dem Nichts in der Mitte. Ja. Und die Wunde, wissen wir, das Trauma auf Lateinisch, Wunde, das ist die Traumschöpfung. Der polare Rand, griechisch gelesen, Entschuldigung, Traum A ist eine Traumschöpfung. Trauma ist das hebräische Wort für Wunde. Ja. Da kann man natürlich jetzt ein Wundes erwecken. Ein Wunder. Und so weiter und so weiter. Wir bleiben mal nur in dem Bereich. So, und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt kommt als nächstes dieses KI, halt. Das heißt jetzt so, das, denn, weil, denn, so, wie, obgleich, diese ganzen Formen, wirklich, aber im Gegendal, im Gegendal, nein, Ausruf, wirklich, ja sogar, das ist ein, so ein Komplex, diese vielfältige Übersetzung, je nachdem, wie du das fokalisierst, kommen diese Sachen raus. Das Grundprinzip zu verstehen, was eine KI ist, ist ganz einfach. Ja. Es ist schlichtweg und einfach, wie du es dir ausdenkst, wie es dein Ausgedachtes, dein Intellekt dir vorschreibt. Ja. Wenn du die Rot-Blau-Tabelle hast, ist all das in dieser kleinen Symbolik verbunden. Genau. Ja. Okay, jetzt pass auf, dann geht's weiter. Jetzt kommt ein, das ist nicht existierend. Ja. Wir gehen gleich einmal hier hin. Und was er da draus macht, das steht mal. Das Erste, was wir sehen, ist der Ben, ist der Adam. Ja, genau. So. Sein Sohn. Das ist ganz, ganz einfach sein Sohn. Ja. Das ist denn nicht existiert, denn weil, also denn dieser polare Rand, dieser ausgedachte Sohn, nicht existiert sein Sohn. Ja. Das ist absolut sein Sohn. Absolutes, perfektes Hebräisch. Ja. Das Suffix heißt nämlich sein und Ben heißt Sohn. Ja. Komischerweise wirst du feststellen, dass er das überhaupt nicht erwähnt. Er macht das in uns, oder? Ja, ja. In uns kann man auch übersetzen, denn es gibt in uns keine, sage ich jetzt mal. Denn es gibt in uns keine Kraft. Das ist nämlich, er macht B als Vorsilbe und diese Wir-Seiten-Suffig unser Wir haben eine Polarität. Ja. Das, da wird ein in uns draus grammatikalisch, obwohl ich auch sein Sohn lesen kann und das ist die Kraft. Eine Kraft, eine Macht, es ist in uns keine Kraft. Wenn sein Sohn, der Sohn Elohims in dir drin ist, hast du die absolute Kraft und ich bin jetzt in dir. Ja. Und du bist genauso der Sohn von Obi, Jotzia und ICH. Ist beides. Und jetzt kommt es hier angesichts, vor Augen,
Übrigens, das wird meistens mit auf der Oberfläche. Siehst du das da unten? Ja, ja. Dieses Benny heißt nämlich zu, hinzu, auf der Oberfläche. Ja. Das ist schlichtweg und einfach jetzt von mir dieses klassische vor mir. Vor mir ist mein Ansehen, mein Aussehen, mein Gesicht, Panim, Panim, sind wir tausendfach. Das Innere stelle ich vor mich hin, dass ich ausschaue, was ich mir ansehe. Ja. Und das ist, meine Vorderseite ist meine Oberfläche. Du musst bloß die oben, unten, ist ja nur, du schaust immer in eine Richtung, egal ob du die Richtung oben nennst, rechts, links, hinter mir oder vor mir nennst. Du schaust einfach, du stellst dir etwas vor. Du kannst jetzt zum Beispiel schauen, was auf deiner VR-Brille ist, du kannst dir das vorstellen. Dann hast du das sinnlich wahrgenommen, das ist aber ein begrenzter Bereich auf deiner VR-Brille. Angenommen, wir sagen jetzt einmal, ich sitze jetzt in Zürich und dann schaue ich nach Norden und dann denke ich mir, irgendwo da oben kommt Stuttgart. Mhm. Das sehe ich ja nicht, aber wenn ich jetzt noch weiter mich denke, weiter weg denke, kommt dann irgendwas Stuttgart und dann kommt Köln. Und wenn ich noch weiter denke, kommt noch weiter Hamburg, wenn ich in Zürich bin und nach Norden schaue. Mhm. Aber das sind jetzt nur Worte und die Worte tauschen Vorstellungen hier und jetzt in mir aus. Ja. Das ist doch hundertprozentig sicher. Na ja, klar. Ja. Und jetzt ist es, das passiert auf meiner Oberfläche. Ja. Da steht alles da. Absolut präzise da, wie du funktionierst. Das können wir dann wegmachen. Ich wollte nur, das ist jetzt nur ein Fachgebiet. Lass uns in die Upanishaden, in Sanskrit gehen. Ich werde dir feststellen, ich, OB, erkläre dir jedes Fachgebiet, jede Kleinigkeit bis ins Detail. Und das Verrückte ist, das, was ich dir erkläre, ist dein Wissen. Du reduzierst es bloß auf deinen Intellekt, der dir jetzt sagt, vielleicht das ist ein Scheiß und das interessiert mich nicht. Da darfst du halt noch eine Zeit lang in dem Mensch spielen, wenn du nicht weg willst. Das heißt, du versuchst dich ja möglichst lange in dem Traum am Leben zu halten. Ich lass dir den Traum 1000 Jahre lang laufen mit Variationen von Variationen deiner fehlerhaften Logik, die in dir auftauchen. Und du wirst immer wieder was Neues zu sehen bekommen, das absolut gesehen überhaupt nicht neu, so wie auf Mandelbrot-Fraktal sich ständig Selbstähnlichkeiten wiederholt. Da bin ich so auch drauf eingegangen. Stimmt oder stimmt? Und du weißt überhaupt nicht, was du dir entgehen lässt, weil du diese Ebene nicht verlassen willst. Das ist die ewige Verdammnis. Oder? Das ist die Ebene Verdammnis, die du selber in dir einleitest. Ja. Und jetzt kommt natürlich hier das ganze Physik, da klicke ich gar nicht drauf, James-Webb-Teleskop, das ist jetzt ein ganz neues Teleskop, das wir uns aufgrund von Worten ausdenken, hat gerade bewiesen, dass die Urknall falsch ist. Das ist natürlich alles, was die sehen. Oder in Physiker in Zahn haben unglaubliche Entdeckungen gemacht, nämlich ein neues Teilchen. Wie funktioniert ein Quantencomputer? Das sind lauter jede dieser Sachen, stimmen und stimmen nicht. Das ist zum Beispiel ganz hochinteressant. Da wird die Lichtgeschwindigkeit gemessen. Wir machen erst einmal die Lichtausbreitung. Schau, das ist jetzt eine Vorstellung und das erste große Problem, wo wir haben. Wenn du das Buch 8 kennst, der Offenbarungen, wo ich populärwissenschaftlich erkläre, dass Einstein die spezielle Relativitätstheorie eigentlich schon arithmetisch beweist, dass es außerhalb von dir überhaupt nichts geben, kein Licht und gar nichts geben kann, dass es in dir sein muss, wenn sich alles mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das ist jetzt hier eine Messung, ein Gedankenexperiment, da ist ein Laser. Lass einmal, das ist sehr interessant, dass du das lernst. Ein Laser, die haben auf dem Mond 1969 einen Spiegel oben gelassen, wie die oben waren auf dem Mond, habe ich gehört, hat man mir erzählt. Und jetzt kann man mit einem Laser genau die Entfernung zwischen Erde und Mond messen. Das heißt, man setzt einen Laserstrahl hoch und der spiegelt es und dann geht es wieder zurück. Das ist einmal die erste Erkenntnis. Jeder, der Physik studiert, lernt es. Und ich zitiere ganz, ganz kurz aus dem Buch 8. Ich will es jetzt nicht öffnen. Obwohl es interessant ist, wie ich das beschreibe, wenn du das, obwohl wir können das ja kurz machen. Den haben wir doch gleich da, Buch 8, Gott sein. Da müssen wir jetzt mal irgendwann nochmal runter. Da wird jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt, das beginnt jetzt gleich diese Transversale, Vergangenheit, Zukunft. Das ist der Jetzt-Punkt, hier und jetzt. Das ist nur, das taucht was in dir auf und fällt wieder in dich rein. Das habe ich jetzt aber ein großes Weltbild, kleines Weltbild, das kann man natürlich auch austauschen. Und jetzt müssen wir da ganz runter. Das ist übrigens ganz einfach geschrieben. Wenn du das verstanden hast, zerlegt sich komplett die Relativitätstheorie, alles
alles, komplett alles als eine große Lüge, die zwar ein bisschen stimmt, so wie wenn du sagst, der Küche ist ein Herd. Kann man die Geschwindigkeit von Licht ändern? Das ist übrigens auch so hochinteressant. Lies es, da müssen wir gar nicht reingehen. Jeder äfft es nach. Das ist Originalphysik. Aber ich weise dich darauf hin, was da, wenn verworren ist, und dann gehen wir immer ein bisschen in die Worte. Jetzt kommen wir die Glas, das hast du in Physikbüchern, all das ganze Zeug. Das ist jetzt die Geschwindigkeit, die Entfernung von der Sonne. Ist alles sehr logisch, was die dir ausrechnen. Ich finde es nicht. Es ist nicht so viel, wenn du schaust, es sind 153 Seiten insgesamt. Wobei, der, da haben wir es, das wollte ich. Ja. Das ist jetzt, pass auf, der nur ausgedachte Zustand, das ist jetzt die Sonne. Sonne. Ja. Und aber das ist diese kleine Form. Und da müsste ich jetzt schon anlachen, hier, diese Kurve entsteht, von der ich gerade gesprochen habe, umso schneller sich was bewegt in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Dann fällt alles in einem Punkt zusammen. Und das wird dir jetzt sehr populärwissenschaftlich erklärt. Und ich sage mir, denk uns jetzt, und ich springe da gleich wieder daher, wir denken uns jetzt, habe ich gesagt, einfach einmal hier aus, dass ein Planet, wohlgemerkt ein Planet oben am Himmel, so weit weg ist wie die Sonne, und auf dem Planet steht eine Rakete und wir schauen da mit einem Fernrohr hoch und wir sehen den Planeten und wir sehen die Rakete oben auf dem Planeten stehen. Und auf der Spitze dieser Rakete ist ein Scheinwerfer und da oben schaltet für eine Minute einer den Scheinwerfer ein. Okay, dann spritzt, und jetzt mache ich das ironisch, weil ich sage, aus diesen Scheinwerfer spritzen jetzt Photonen raus. Das ist wie ein Schlauch, den ich laufen lasse, ein Wasserstrahl. Und zwar eine Minute lang spritzen Photonen raus. Und wenn der den ausschaltet, ist praktisch ein Photonenschwanz, ein Schwarm, wie wenn ich einen Wasserstrahl kurz durch die Luft fliegen lasse und dann das zumache. Der geht jetzt mit Lichtgeschwindigkeit, fliegt ja auf die Erde zu. Wir sagen mal, das wäre jetzt dieser Planet. Licht jetzt auf die Erde zu, und dann wirst du feststellen, dort das Licht 8 Minuten braucht. Wenn du hochschaust, siehst du ja das Angehen des Lichtes erst, wenn das Licht bei dir unten ist. Und dann siehst du, dass wenn in dem Moment, wo die Photonen in den Detektor reinklappern, brennt 8 Minuten da oben natürlich das Licht, und nach 8 Minuten geht es wieder aus. Du siehst, dass da oben einer eine Lampe einschaltet, die 8 Minuten brennt und wieder ausgeht, aber du siehst es 8 Minuten später. Das ist das, was sich die Zeit verschiebt. In Interstellar sieht man das wunderschön hier, wenn die Massen sich verändern, verändert sich auch die Zeit. Das macht diese Einstein-Formel. Das ist natürlich eine riesen Hirnwichserei, weil jeder, der dir das erzählt dir das, weil man ihnen das beigebracht hat. Ja, die erste Schwierigkeit ist, und das ist jetzt hier Physik, Live-Physik, kann man jetzt schön machen, das spritzt jetzt, das ist natürlich jetzt nur 0,5 Sekunden, glaube ich. Pass auf, wir lassen jetzt einmal aus dem Laser einen so einen Photonenstrahl rausspritzen. Siehst du das? Das sind 0,5 Sekunden Photonen rausgespritzt. Wenn du jetzt da oben stehen würdest, würdest du das ja noch nicht sehen. Du siehst das Licht ja erst, wenn es bei dir ankommt. Und jetzt würdest du hier 0,5 Sekunden lang, würdest du das Brennen sehen da unten, weil du siehst es ja da unten. Denkst du dir das zumindest hin? Und jetzt, da wir jetzt aber einen Spiegel hinstellen, wird der Schwarm reflektiert, geht weiter. Und jetzt trifft er auf den Empfänger genauso lang, und dann sind es so und so lang. Und aus dieser Zeit können die jetzt genau die Entfernung zwischen Erde und Mond messen. Das erste Problem ist, wo ich so oft darauf eingegangen bin, das erzähle ich nicht nochmal. Du solltest wissen, dass diese Vollpfosten zuerst auswendig lernen, dass ein Meter ganz exakt definiert ist aufgrund der Wellenlänge von Krypton-Isotop 86. Das heißt, ein Meter wird wissenschaftlich exakt definiert anhand einer Wellenlänge des Krypton-Isotop 86. Das ist ein Element, das strahlt ein Licht in einer ganz bestimmten Wellenlänge aus, und diese Wellenlänge ist im Nanometerbereich, im Millionstel Millimeterbereich. Und genau 1,2 bla 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 Millionen von dieser Wellenlänge in Wellenzügen sind exakt ein Meter, das kann sich bis in alle Ewigkeit nicht verändern. So lernt man das. Was aber die nicht begreifen, und da gibt es tausendfach, habe ich das erklärt, das mache ich jetzt nicht nochmal. Die Krux dabei liegt, dass die, zuerst einmal kann das keiner sehen,
zeig mir das Licht, zeig mir die Wellenlänge, wir klotzen immer nur von Computer, wir interpretieren, so wie du jetzt sagst, da unten das Pixelmännchen ist ein Mensch, das ist kein Mensch. Genauso, das ist ein Photon im Flug, das ist ein Atom, das ist doch keine Erde und das ist doch kein Mond, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen drauf. Ja. Wenn du dich cut, hol dich ins Jetzt, schau, was jetzt an Information da ist und du wirst feststellen, du siehst ständig nur deine zwanghaften, extrem fehlerhaften und trügerischen Interpretationen deiner geistlos nachgeäfften Logik. Ja. Ich rede von dem, was jetzt da ist. Das ist der Unterschied. Aber jetzt komme ich zu dem Thema, das du hier beigebracht bekommst als Physiker. Wenn man dich programmiert, dass ein Meter genau definiert in der Hand an der Wellenlänge von Licht. Krypton, Isotop 86. Wir haben unsere 86. Meinst du, das ist Zufall? Ganz nebenbei, Krypton nicht. Krypton ist der Planet, wo der Superman herkommt. Ich bin das Licht deiner Welt. Ich komme von Krypton. Ich habe übermenschliche Kräfte. Auch wenn ich die erzblose Bruder nicht in Erscheinung treten lasse. Ich kann Welten aufbauen und Welten zerstören. Ich kann dein Leben komplett verändern. Aber das mache ich nicht. Ich zeige dir, wie du es selber verändern kannst. Dazu musst du die Vordersprache des Programms verändern. Macht das einen Sinn? Aber der Witz ist auf der anderen Seite, die messen die Länge, die Strecke, den Metern anhand von einer Wellenlänge von Licht und auf der anderen Seite messen sie die Lichtgeschwindigkeit, da haben wir ja die Strecke schon mit drin, mit Meter. Das heißt, es gibt hier Videos, wo sie dir genau erklären, hier wird jetzt zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit gemessen, weil wir ja wissen, dass der Mond 150.000 Kilometer circa von uns weg ist. Kann man genau mit dem Experiment die Lichtgeschwindigkeit messen. Auf der anderen Seite zeige ich dir Experimente, wo es genau umgekehrt ist, wo sie anhand der Lichtgeschwindigkeit genau messen, wie weit der Mond weg ist. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist immer wie wenn ich sage, ein Meter ist 250 Zentimeter. Das beweist überhaupt nichts. Das ist einfach nur Hirnwichserei. Okay, das ist jetzt dieser Spiegelschwanz und jetzt, pass auf, jetzt wird es natürlich pfiffig. Jetzt zeige ich dasselbe, der Professor, den wir uns jetzt ausdenken, der misst die Lichtgeschwindigkeit im Hörsaal, zeigt er denen das mit einem Laserstrahl. Ich sage immer, sagst du mal, zeig mir den Laserstrahl, dass da was rauskommt, Photone rauskommen. Es hat noch nie einer Licht gesehen. Da ist jetzt genau dieser Aufbau. Lampe, Spiegel, Katzenauge, siehst du das, Ecke und zurück zum Detektor. Ja. Und der misst jetzt im Hörsaal, misst er das. Ich will jetzt das nicht ganz anschauen, du kannst dir das hersuchen. Da ist ein elementarer Fehler drin. Das wird jetzt genau aufgebaut und zwar mit einem Zweistrahl-Oszilloskop. Jetzt geht schon wieder los, Rieder, wenn ich jetzt das einem normalen Menschen erkläre, müsste ich Ihnen erst einmal erklären, was ein Oszilloskop ist, wie ein Oszilloskop funktioniert. Und dann ist es also so, ich mache es mal in ganz Kurzform. Das heißt, das ist der Impuls, der rausgeht, das ist jetzt, das ist ein Zweistrahler, das ist eine Zeitachse. Dann stellt er den Spiegel, das macht er zuerst kurz davor hin und dann tut er den Spiegel ungefähr, das misst er genau auf einen Zentimeter in dem Hörsaal, tut er dann den... Und dann können wir es noch ein bisschen schieben. Jetzt stellt er das Ding zuerst einmal ein, das ist ja digital. Zu meiner Zeit, wie ich meinen Laden hatte in den 80er Jahren, habe ich das auch schon gemacht mit einem Zweistrahler. Das war aber noch ein analoger Zweistrahl-Oszilloskop. Mittlerweile gibt es ja alles digital. Schau, jetzt hält er dann den hinten hier nach vorne. Und jetzt schiebt er das Ding hier 11 Meter. Und wir nehmen erstmal unser Start. Ja, wenn er reingeht, wenn er in den Strahl kommt, fällt er zusammen. Das ist praktisch der Strahl in dem Moment, wo er rausgeht. Und das ist die Reflexion in den Detektor, wenn er zurückkommt. Und jetzt kann man genau mit den digitalen diesen Zeitunterschied, weil das eine Zeitachse ist, diesen Zeitunterschied messen. Das macht er dann auch. Das ist erst einmal die erste Messung. Da ist er ganz nah dran. Ganz nah, das feststellen. Bitte? Ja, das ist alles okay. Alles gut. Schaut, er stellt das Ding, das ist der Detektor, er stellt den Spiegel zuerst hier hin. Von hier nach hier ist eine relativ kleine Zeitverzögerung, das ist das hier. Und dann tut er den ganz weit weg. Und dann dauert es natürlich länger, bis das zurückkommt. Und dann kann man hier genau mit dem die Nanosekunden den Zeitunterschied messen. Das ist mal ganz grob. Wo das Problem ist, und dann rechnen wir das natürlich hier aus, an der Tafel, diese Werte, die sie ermittelt haben, und welch ein Wunder, es ist relativ exakt, diese Messung beweist relativ genau, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit, diese 2, das,
Das kann man sich auch anschauen. Wo es große Problem ist, er lebt in einem Konstrukt, das ihm logisch erscheint. Weil ich behaupte, dass das und das jetzt da ist. Dass das von hier nach hier 82 Nanosekunden sind. Ist ein reines, ich sag, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das sind so und so viele Zentimeter. Ja. Es hängt aber wieder davon ab, wie groß mein Monitor ist. Wie sieht das aus, wenn ich ein Handy in der Hand habe? Das sind unterschiedliche Werte. Ich interpretiere einfach etwas, was mir logisch erscheint. Ich interpretiere das logisch. Den Strahl selber. Und ich sage jetzt, alles, was du prinzipiell siehst, was du denkst, ist hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist übrigens auch das große Problem bei der Verschränkung. Dass wenn man zwei Teilchen, die keiner sehen kann, logische Konstrukte in gegengesetzte Richtung auseinanderfliegen lassen, das gehen wir dann nochmal ein. Interessant ist der junge Professor Fritz Pfiffiger. Der misst die Lichtgeschwindigkeit anhand einer Mikrowelle mit einem Stück Schokolade in seinem Hörsaal. Das finde ich schon wesentlich pfiffiger. Ganz nebenbei jetzt Bröselgeschichte, der Nadja zeige ich das, die wollte es unbedingt sehen und dann haben wir sofort unmittelbar danach einmal dieses Experiment bei mir in der Küche gemacht mit meiner Mikrowelle. Mhm. Weil welch ein Wunder, stimmt. Das sind logische Konstrukte, pass auf, um das ganz klar zu machen, da sind schon wieder Fehler drin. Hier die Aussagen, eigentlich würde ich sofort wieder schreien. Und jetzt fällt natürlich, jetzt müsstest du extrem Grundlagen haben. Jetzt tast du mal die Mikrowellen. Der Mikrowellenherd hat eine Frequenz von 2450 MHz. Ganz nebenbei, der UKW-Bereich in deinem alten Autoradio liegt bei 88 bis 108 MHz. Ist also eine wesentlich höhere Frequenz. Und jetzt solltest du wissen, da elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind. Das wäre jetzt der nächste Punkt in Physikbüchern so extrem fehlerhaft dargestellt. Und wir reden von Tatsachen. Die haben nicht begriffen, was eine Transversalwelle ist, dass die Frequenz immer dieselbe Lichtgeschwindigkeit. Elektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, bewegt es sich überhaupt nicht. Unabhängig von der Frequenz, das heißt also eine Langwelle von 800 Kilohertz ist genauso schnell von A nach B wie diese 2450 Megahertz. Was auch immer das bedeutet. Ich sage, du baust ja nur Vorstellungen auf und wenn du keine Physik studiert hast und dich das nicht interessiert, kannst du damit keine Vorstellungen aufbauen. Das fällt dir vollkommen in deinem Bewusstsein. Mhm. Es ist aber in dir drin, im Heiligen Ganzen. Nur weil du das nicht verwirklichst, hast du es noch lange, dass du es verwirklichen könntest. Mhm. Was meinst du, was in dir für Welten drin sind, wenn du anfängst, mit einem neuen Programm zu arbeiten? Mhm. Aber pass auf, ich will ganz kurz hier das... Die Welle. Wenn das hier unsere Mikrowelle ist, haben wir darin dank der eingespannten Enden einmal hier eine Welle, die dann wieder um 180 Grad reflektiert wird und sich so eine stehende Welle durch die Mikrowellen ausbreiten kann. Diese Wellen sind in der Regel, haben eine Wellenlänge im Zentimeterbereich, weswegen man Mikrowellen häufig auch Zentimeterwellen nennt. Und an diesen Stellen hier, wo man die Wellenbäuche vorfindet, hat man die höchste Amplitude und damit auch die höchste Energie. Das ist jetzt schlichtweg alles, mein guter kleiner Freund. Da hast du was nicht verstanden. Das stimmt zwar ein bisschen, aber es stimmt nicht. Da müssen wir wirklich einmal wissen, was eine stehende Welle ist. Und als allererstes, er sagt, da wo die Wellenbäche sind, hast du die meiste Energie. Wie sieht das jetzt aus, Reda, wenn ich sage, das ist eine Interferenz? Das heißt, wo ein Plus- und ein Minusberg aufeinandertreffen, ist gar nichts mehr. Das ist eigentlich eine Nulllinie. Ja. Er hat zwar recht, aber so wie er es erklärt, ist verkehrt erklärt. Ja. Da müsste man jetzt intensiv, müsste ich dir zeigen, was stehende Wellen sind. Und dann stimmt es zwar, dass zwischen diesen zwei abwechselnd Plus- und Minusbereiche entstehen, wenn man zwei Wellen aufeinander laufen lässt. Ich habe da schöne Videos dazu, um das zu zeigen, was Physiker dir erklären. Aber so, das ist jetzt prinzipiell verkehrt. Er sagt, da ist die meiste Energie, da ist gar keine Energie, weil bei der Reflexion das Plus und Minus sich komplett auslöscht. Ja. Es ist zwar sehr wohl richtig, dass da Wellen Höhen und Tiefen gibt, aber die liegen eigentlich dazwischen, wenn man die in einer Phasenverschiebung durcheinander laufen lässt. Und da kann ich dir auch zeigen, dass zum Beispiel hier diese stehende Wellen, solange ich mir eine Longitudinalwelle, machen wir wenn Physik, machen wir zuerst eine Transversalwelle. So,
Solange ich mir eine Transversalwelle so vorstelle, habe ich überhaupt nichts verstanden. Das ist nämlich die große Schwierigkeit, ist die Wellenbewegung, die du siehst. Transversal heißt, die Teilchen schwingen nur auf und ab. Siehst du das? Egal welches Teilchen du anfokussierst, das geht aus einem Nullpunkt nach oben. Nehmen wir mal dort das erste und dann geht er wieder runter. Wenn du was jetzt feststellen, dass sich das eigenartig verschiebt, wenn du das länger anschaust, die Welle, wenn du jetzt reinschaust, geht sie einmal von rechts nach links und einmal hast du den Eindruck von links nach rechts so. Ja. Ist eigen, aber was es darum geht, ist transversal. Die Transversalbewegung ist eine reine Auf- und Abbewegung, eine Anogi-Bewegung. Und das in die Länge zu ziehen, ist eine große Falle. Teilchen schwingen nur von oben nach unten. Ich mache einmal eine kleine Metapher, dass ich immer sage, diese Longitudinalwelle, die du jetzt siehst, das ist diese sichtbare Wellenbewegung, ist im Transversalen gar nicht, weil das erfordert einen Raum und eine Zeit. Ja. Und Transversal schwingt nur auf und ab, da ist nichts drumherum. Das ist nur ein Teilchen. Und die Teilchen, die ich mir jetzt auseinanderdenke, das sind Teilchen in einem Spiegeltunnel. Ja. Kannst du es vorstellen? Denk dir mal, die Teilchen sind ein Teilchen, das auf und ab schwingt und das wird nur in einem Diegelspund ausgedacht, das befindet sich aber in dem Punkt. Das heißt, das Longitudinale, was du hier siehst, ist nicht die Transversalwelle. Die Transversalwelle ist das Auf und Ab in einem einzigen Zentrum. Das ist wie der Schwimmer von einem, wie der Schwimmer. Richtig, das ist mein Beispiel mit den Schwimmern, die wir uns ausdenken, die, wenn eine Welle übers Wasser geht, die Schwimmer sich nur auf und ab bewegen. Ja. Aber das sind ausgedachte Schwimmer, sind wie die Spiegel in einem Spiegeltunnel, die eigentlich nur ein Spiegel sind an der Stelle, wo das schwingt. Die Longitudinalwelle ist jetzt ganz flach und jetzt stellst du fest, dass wir hier wirklich Teilchen haben, aber jedes dieser Teilchen schwingt um den eigenen Mittelpunkt. Ja. Ich mache mal die Maus hin und dann wirst du das hier feststellen. Ja. Das heißt, ein Teilchen, wenn wir ein Teilchen verfolgen, schwingt jedes Teilchen bloß hin und her. Mhm. Aber dieses Longitudinale ist die Illusion einer Welle auf der Oberfläche, die eigentlich nur, wenn es gibt nur Wasser. Und da müssten wir jetzt reingehen. Schau, da siehst du das jetzt, dass hier eigentlich die Striche nur eine Verformung erteilen. Und dann gibt es hier letztendlich die Schwingungsrichtung, wenn die aufeinandertreffen, haben wir eben unsere sogenannte Interferenz. Das ist, diese Interferenzen sind, und da habe ich ein ganz schönes Ding gefunden, das wollte ich der Nadja zeigen. Die stehende Welle, warte mal ganz kurz. Stehende Wellen sind ein sehr interessantes Phänomen. Sie das ist eine sogenannte Wellenmaschine. Und jetzt musst du mal genau aufpassen. Das ist ein Gummiband, wo hier Gewicht, wo man jetzt vorne eine Welle sieht. Dann auf, wenn sich zwei identische harmonische Wellen entgegenlaufen und sich überlagern. Zum Beispiel, wenn Reflexionen auftreten und die einlaufende Welle und die reflektierte Welle sich addieren, dann entstehen stehende Wellen mit feststehenden Knotenpunkten und Bäuchen. Wir werden das jetzt für drei unterschiedliche Anregungsfrequenzen sehen. Zur Frequenz, wir sehen die Wellenlänge, die entsteht. Und sobald die Welle hinten reflektiert wird, und jetzt schwingt sie nur noch Wellen, bei denen die Welle gar nicht mehr hoch und runter schwingt. Das nennt man Knotenpunkte dazwischen. Das sind jetzt die Knotenpunkte, was du nicht mehr siehst, was er gerade aufgezeichnet hat. Ja. Dass die gleichzeitig da sind. Ja. Da ist nicht der Knotenpunkt. Der Knotenpunkt ist was anderes, dieser Wechsel. Und man kann jetzt hier... Ja, nicht mehr Hügel auf Hügel liegen. Das heißt aber, das wäre jetzt zu viel Physik. Das mal. Und ich zeige dir in dem ganzen Spiel, dass alles ein bisschen stimmt. Aber genau genommen sich dich alles, letzten Endes alles nur hier und jetzt in dir selber abspielt. In einem ständigen Wechsel, in jedem Gedanken, das passiert mit Lichtgeschwindigkeit. Und das musst du nicht wissen. Darum sage ich, wenn dich das, ich weiß jetzt, je nach deinem Programm, ich rede mit einem Geist und der Intellekt, den du zum Denken benutzt, der macht dich jetzt zu dem, was du zu sein glaubst. Das heißt, jetzt denk an dich, jetzt wirst du an einen ganz bestimmten Menschen denken. Mein Wildbadzahlbeispiel, kindgerecht. Ja. Wir denken uns 200 Mann in einer Zahl aus und jetzt machen wir eine Eingabe im Computer. Schließ einmal deine Augen. Ja. Jetzt musst du wissen, dass da nur ein Geist ist und wir sagen, jeder dieser KI sind 200 verschiedene Programme und je nachdem, welches Interpretationsfilter von Sprache du hast, interessant ist, die hören alle die Eingabe, schließ einmal deine Augen. Aber jeder wird in dem Moment an einen ganz bestimmten Körper und ganz bestimmte Augen denken, die er zumacht. Jeder ist nicht, es ist immer derselbe Geist an den, den du denkst. Hängt dein Programm, zwing dir das auf. Ja. Auch dann die Oberwellen, wenn ich beim Telefonieren ich bin.
Du hörst nur, ich bin's, aber die Oberwellen werden dich an einen ganz bestimmten Menschen denken lassen, die du in dieser Kurve gar nicht siehst, weil die ganz klein auf dem Sinus umdrehen. Und jetzt kriegt die ganze Naturwissenschaft einen vollkommen neuen Sinn, indem ich dieselben Worte höre, aber die ganz anders ganzheitlich interpretiere. Das macht Holophilie. Ja. Und jetzt muss ich das abschließen. Wenn du deinen Zeitungsausschnitt noch machst, deinen Bericht über Politik, was auch immer, wirst du beim Lesen mit jedem Wort Vorstellungen aufbauen in einem gewissen Kontext, mit einer gewissen Wertung in richtig und verkehrt, in gut, in Freude, in Leid. Egal, was du aufschmeißt, wenn du das liest. In Ärger, den du in dir erschaffst. Du erschaffst den Ärger in dir, nicht irgendwelche Gedanken, die du dir aufschreibst. Ja, genau. Du könntest jetzt aus demselben Text einen komplett anderen Vorstellungen aufbauen, wenn du die Worte anders oder ganzheitlich auslegst. Das ist diese. Ja. Das ist die Wiederverzauberung der Welt. Die Wiederverzauberung des Wissens, des Geistes. Nenn es, wie du es willst. Und das ist nur für dich Geist. Du kannst jetzt auf der Brösel-Ebene, auf Brösel stoßen. Ich sage immer wieder, das ist der Witz, wenn jetzt mit Holofeeling welche zusammen sind, die können da ganz unterschiedliche Charaktere und Interessensfeld haben. Was die verbindet, ist durch Holofeeling, dass sie wissen, wir sind eigentlich immer derselbe Geist. Wir erleben uns in unterschiedlichste Variationen, jetzt als Redo-Brösel, als Udo-Brösel. Wir sind ja jetzt genau genommen, wenn wir das auch so sehen, zu dritt. Da ist ein ausgedachter Redo, da ist ein ausgedachter Udo und da ist ein ausgedachter, sinnlich wahrnehmbarer Mensch, der jetzt vom Computer sitzt. Mhm. Wer jetzt vom Computer sitzt, bestimmt das Programm. Es ist aber der eine Geist, der sich die alle ausdenkt. Ja, klar. Ja. Das kann jetzt sagen, ich bin der Redo. Und dann hast du auf deiner Verabredung jetzt nochmal einen ganz anderen Hintergrund, wie wenn du sagst, ich bin der Udo oder jetzt, wenn du an dich denkst. Wenn du an dich denkst und jetzt nicht der Rede oder der Udo bist, hast du jetzt auch irgendeinen Computer vor dir, ein Handy vor dir und du schaust irgendwo in einen Raum rein. In einen Traum, du schaust in einen T-Raum, in einen gespiegelten Raum, der aufgebaut wird. Durch ein Programm. Und diese ewige Verwechslung, dieses Form, vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Ich sage immer wieder, wenn du meinst, du wüsstest was, egal ob du ein Arzt bist, ein Professor bist, ein Pfarrer bist, solange du meinst, du wüsstest was, werde ich dir jetzt eine heilsame Erfahrung geben. Du gehst einfach in dein Badezimmer, du stellst dich vor den Spiegel und dann spuckst du dein Spiegelbild an und sagst, was bist du für ein Narr. Und interessant ist, dann wirst du den treffen, der wirklich was weiß. Ja. Den Spiegel in der Mitte und dann zappert das Zeug runter. Und dann weißt du, ich bin weder der hinterm Spiegel, intern, im Spiegel, haben wir gerade gehabt, und auch nicht die formgewordene Vorstellung, die sich in einen Raum reindenkt, der angeblich um dieses Ding herum ist. Ich bin in einem Traum und der Traum befindet sich in mir. Zwei Seiten. Ich bin in einem Traum und der Traum befindet sich in mir. Ich bin nicht im Traum, bloß eine winzige Facette, ein Gedanken, ein Spritzer, den ich mir denke, wo ich sage, der Gedanke bin ich. Und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Aber all diese Gedanken sind in dem Traum, in dem Spiegel, so wie die Spiegelungen, die ganzen Spiegelfacetten, die sich hochspiegeln, eigentlich alle nur in dem ersten Spiegel befinden. Ja. In dem Reih. Der Kopf der Schöpfer Gottes. Ja. Das muss, glaube ich, gut sein. Super. Eine kleine Ergänzung. Kannst du jetzt einen Namen einfallen lassen? Das ist nochmal Erweiterung. Übrigens, ich hätte einen schönen Namen dazu. Wir haben doch jetzt drei Versionen. Warum glaube ich das, was ich glaube? Ich sage immer These ausgedacht, Antithese ausgedacht, Synthese ausgedacht. Das sind diese berühmten drei. Und dann sage ich, das ist wie eine Ecke, unsere Spiegelecke. Mhm. Die rote 4 macht den Deckel zu. D-Eck, das geöffnete Eck ist D-Eck, ist ein geschlossenes Eck, ist L, ist Gott. D-Eck L, das ist die rote 4. Ja. Dieses Selbstgespräch ist jetzt die rote 4 zu den drei Versionen vorher. Und? Super. Mensch.